Ja, vielen Dank für die wunderbare musikalische Einstimmung auf den heutigen Abend. Und wir werden, wie eben schon angekündigt worden ist, ja weiter begleitet musikalisch durch den Abend geführt. Sie finden die Informationen in Ihrem Programm. In dem Programm ist auch angekündigt für heute Abend Ministerpräsident Kretschmer. Er hat kurzfristig absagen müssen. Wir sind aber sehr, sehr dankbar, dass Staatsministerin Köpping heute Abend sehr kurzfristig gesagt hat, dass sie mit uns zusammen zu diesem Thema auf die Bühne kommen wird und diskutiert wird. Herzlich willkommen, Frau Staatsministerin. Und ich möchte natürlich auch den Dank sofort zurückrichten an den Gewandhausdirektor, Herrn Professor Schulz. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation heute Abend, mit der wir dann dieses Wochenende, die Demokratietage, Ihre Initiative hier gemeinsam beschließen können. Den Abend haben wir überschrieben: Die Rolle der Zivilkultur in der Demokratie, Streit, Kooperation, Partizipation. So lautet auch der Titel der aktuellen Forschungsstudie von Professor Dr. Julia Niederrümelin, die er im Auftrag der Körperstiftung erarbeitet hat. Und wir werden gleich zentrale Befunde kennenlernen und dürfen uns auf die anschließende Diskussion mit Ministerin Köpping, der Autorin Thea Dorn, Julia Niederrümelin unter der Moderation von Stefanie Rode freuen. Deshalb auch an dieser Stelle schon ganz herzlich willkommen Ihnen, die Sie nachher aufs Podium gehen werden. Diese dritte Studie ist eine Studie, die in einer Reihe erarbeitet worden ist zur Stärkung der Demokratie, in der Julia Niederrümelin uns in den letzten 3 Jahren als Körperstiftung begleitet hat. Die beiden vorangegangenen Untersuchungen widmeten sich 2021 der Demokratie in der Krise, ein Weckruf zur Erneuerung im Angesicht der Pandemie, und 2022 der Demokratie in der digitalen Transformation. Dabei handelt es sich um normative Studien zur Funktionsweise der Demokratie im Stresstest von Krisen und digitaler Transformation, zu den Herausforderungen, denen sie sich gegenüber sieht, und den Potenzialen, ihnen zu begegnen. In die Diskussion um die Studienergebnisse wollten wir als Stiftung auch die Einstellung und Meinung der Deutschen zu ihrer Demokratie mit einbeziehen und haben daher parallele Befragungen zu den Themen der Studien durchgeführt. So sind wir auch in diesem Jahr verfahren und haben im Juni und Juli eine repräsentative Umfrage zum Demokratievertrauen in Deutschland vom Institut Policy Matters durchführen lassen. Und erlauben Sie mir, dass ich, bevor wir die Studie präsentiert bekommen, Ihnen doch vielleicht 3 wesentliche Ergebnisse der Umfrage kurz vorstelle. Und beginnen möchte ich mit einer positiven Nachricht, denn zur Demokratie an sich, zu ihren Werten und Prinzipien, bekennen sich die Befragten in Deutschland sehr deutlich. 9 von 10 Befragten sagen, dass ihnen Gleichheit vor dem Gesetz, Leben in Freiheit, freie und geheime Wahlen und freie Meinungsäußerung wichtig bzw. sehr wichtig sind. Ein deutlich anderes Bild ergibt sich allerdings, wenn wir von den Werten der Demokratie zu der konkreten Umsetzung kommen, also danach fragen, wie das Funktionieren unserer Demokratie gesehen wird. Hier registrieren wir, und das ist ein erster größerer Befund, ein deutlich gestiegenes Misstrauen. Während vor 2 Jahren noch 30% der Befragten antworteten, sie haben weniger großes bis geringes Vertrauen in die Demokratie, stimmen dieser Aussage jetzt mehr als die Hälfte, nämlich 54% der Deutschen zu. Und wenn man das Vertrauen auf die verschiedenen demokratischen Institutionen bezieht, also Bundesregierung, Bundestag, Parteien, Gerichte, Verwaltung, dann sehen wir zwischen den 3 Befragungszeitpunkten parallel zu den Studien
jeweils einen in all diesen Institutionen einen sehr deutlichen Rückgang, jede Befragung 10% weniger Vertrauen in die genannten Institutionen, Beispiel Parteien, generell vertrauten im Jahr 2020 noch 29%, jetzt sind es 9%. Selbst bei den Gerichten ist der Wert von 60% im Jahr 2020 auf jetzt 44% gefallen. Der Vertrauensentzug, so lassen sich die Werte insgesamt zusammenfassen, bezieht sich eben nicht mehr auf einzelne Institutionen unserer Demokratie oder auf einzelne Parteien, sondern münden, und das zeigt der zeitliche Verlauf derzeit, in ein generell abnehmendes Systemvertrauen. Zweiter Punkt: Mit der Abnahme an Vertrauen in die demokratischen Institutionen korrespondiert gleichzeitig ein deutlich gestiegenes Misstrauen in die Funktionselite des Staates. Gefragt haben wir die Menschen unter anderem nach ihrer Zustimmung zu folgender Aussage, Zitat: Die führenden Leute in Politik und Medien leben in ihrer eigenen Welt, aus der sie auf den Rest der Bevölkerung hinabsehen. Vor 3 Jahren stimmten dieser Aussage 56% zu, im Jahr später 62% und jetzt im Sommer sind es 71% aller Befragten. Und wie ist es um den Wert der Meinungsfreiheit, die Umsetzung der Meinungsfreiheit in Deutschland bestellt? Dass man seine Meinung in Deutschland frei sagen kann, dem stimmen derzeit gerade mal noch 58% zu. 72% sind der Meinung, dass man heutzutage in Gesprächen und Diskussionen sehr aufpassen muss, was man sagt. Mit der wachsenden Kritik an der Politik und an den staatlichen Institutionen geht ein zunehmender Wunsch nach mehr Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger einher. Vor 2 Jahren forderten 71% der Befragten, dass sie bei wichtigen politischen Entscheidungen stärker einbezogen werden sollten. Heute sind es 86%. Und der Wunsch der Einbeziehung bezieht sich auf alle Ebenen, den Bund, die Länder und die Kommunen. Allerdings, während auf der einen Seite mehr Mitsprache gewünscht wird, hält sich das persönliche Engagement in der eigenen Stadt oder Kommune auf der anderen Seite in Grenzen. Nur 8% engagieren sich in der Kommunalpolitik. Als Gründe für die Zurückhaltung werden neben Zeitmangel auch der raue Ton, die Furcht vor Hass oder Bedrohung angegeben. 20% nennen diesen Grund, dass sie sich nicht kommunalpolitisch engagieren. Diese und weitere Befunde finden Sie in der Untersuchung, in der Befragung der Körperstiftung. Sie haben draußen einen QR-Code und können da noch mehr Informationen erhalten. Und das wirft natürlich die Frage danach auf, was man tun kann. Darüber werden wir heute Abend sicherlich einiges hören. Wir als Körperstiftung stellen uns diese Frage natürlich auch. Was kann auch eine Stiftung tun, damit das Systemvertrauen, das Vertrauen in die Demokratie gestärkt wird? Ich will Ihnen 3 Dinge nennen, die uns derzeit bewegen. Das eine ist, wir sind eine sehr publikumsorientierte und auf das praktische Handeln bezogene Stiftung, brauchen aber auch die wissenschaftlichen Befunde und sind deshalb sehr dankbar, dass wir für unsere Arbeit eben das Thema Deliberation, also Beratung durch Bürgerinnen und Bürger stärker machen können. Wir tun das in einem Programm, das nennt sich Deutschland besser machen mit der zukunftsfähigen Stadt. Und der Kern sind Tischrunden, Tischgespräche mit Vertretern von Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft. Das haben wir mittlerweile in 20 Städten und Regionen durchgeführt. Und das ist ein ganz wichtiges Barometer, um zu sehen, was die Menschen bewegt. Und wir wollen eben konkrete Projekte damit auch realisieren zwischen Verwaltung, Kommune und Zivilgesellschaft. Das zweite ist, dass wir, das ist eine andere Studie, die in diesem Jahr durchgeführt worden ist, auch mit Interesse sehen. Die Studie ist durchgeführt worden für die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, dass das Engagement und Ehrenamt, wer sich engagiert und ehrenamtlich tätig ist, hat ein größeres Systemvertrauen in Deutschland. Das bestärkt uns auch als Körperstiftung in unserer Arbeit, weil wir ein Programm unterstützen, das nennt sich die Engagierte Stadt mit 113 Kommunen in Deutschland, mit dem Familienministerium, großen Stiftung, wo wir die Kümmerer um das Engagement stärken und sie unterstützen. Und wir glauben, dass wir vor dem Hintergrund dieser Befunde da auch auf dem richtigen Weg sind. Und das Dritte ist, dass uns, und das ist auch ein Plädoyer von Julian Niederrümin, auch die repräsentative Demokratie natürlich
Sorgen macht mittlerweile auch in der Form, dass mehr und mehr kommunalpolitisch, aber auch bundespolitisch aktive Mandatsträger und Mandatsträger angegriffen werden aus der Zivilgesellschaft. Wir haben über 6.000 ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land. Das ist für die Demokratie auf der sozusagen Ebene der Kommunen, glaube ich, wirklich problematisch, wenn dieses Ehrenamt geringer werden sollte. Und deswegen haben wir zusammen mit dem Bundespräsidenten und den kommunalen Spitzenverbänden ein Portal eröffnet, das nennt sich Stark im Amt, wo wir Angebote machen für diejenigen, die angegriffen werden. Die Frage, wie man mit diesem Thema umgeht, ist natürlich auch eine Frage, die die Politik bewegen muss, aber wir glauben nicht nur, auch die Zivilgesellschaft sollte etwas tun, und ich finde, dass die Demokratietage eben ein gutes Beispiel dafür sind, hier für dieses Thema etwas zu tun. Und wir glauben, dass die Zivilgesellschaft auch ihren Beitrag leisten muss. Insofern freue ich mich jetzt sehr auf die Ausführung zur Zivilkultur und zu ihrer Rolle in der Demokratie. Demokratie, es gibt so einen schönen Slogan, ist mehr als wählen, das sind wir alle und das ist auch die Zivilkultur. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf die Ausführung, freue mich auf den Abend, danke nochmal allen, die dabei aktiv eine Rolle haben, und Herr Niederrümelin, Sie haben die Bühne. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, also eines steht für mich fest, wer hier ist, der meint es ernst, nicht nur mit der Musik, sondern auch mit der Demokratie. Sonst säßen Sie jetzt an einem der letzten Wochenenden im Freien und würden ein Bier vielleicht trinken. Das können Sie ja immer noch tun, aber wir freuen uns jedenfalls, dass das hier so gut besucht ist. Und ich freue mich besonders auf die weitere Diskussion. Wir werden viele Fragen, die ich jetzt nicht weiter vertiefen werde, dann hier auf dem Podium vielleicht ansprechen können. Das werden wir dann gleich sehen. Also Herr Tetzlaff hat das schon angedeutet, das ist eine Kooperation jetzt zum dritten Mal und das ist in der Tat so gedacht, ja, Praxis, auch Empirie auf der einen Seite, Theorie auf der anderen Seite müssen Hand in Hand gehen. Meine Rechtfertigung dafür, dass es jetzt auch im Folgenden ein wenig philosophisch werden wird, Sie haben es befürchtet, ist, dass nichts unpraktischer ist als eine schlechte Theorie. Und umgedreht, gute Theorien haben einen praktischen Wert. Und was ich im Folgenden machen werde, ist nicht einfach jetzt die Ergebnisse schnell runterhudeln und Ihnen sagen, das und das und das steht da drin. Ich würde sagen, das lesen Sie mal in Ruhe. Über den QR-Code haben Sie auch dann den Zugang zu der auf der Homepage der Stiftung stehenden Studie und auch zu den beiden vorausgegangenen Studien. Sondern mir geht es um die zentrale These und ein bisschen den Hintergrund, in den diese These eingebettet ist, damit man sie angemessen versteht. Und damit wir was zu diskutieren haben, werde ich das auch ohne große Abschwächungen sehr deutlich sagen, weil das ist zum Teil auch eine Kritik an den Disziplinen, für die ich hier stehe. Ich habe hier, das sehen Sie nicht, ja? Ich habe drei Hüte auf. Jetzt als Referent hier. Der erste Hut ist, ich bin Philosoph, Philosophie zum Beruf gemacht, in München an der Ludwig-Maximilians-Universität. Aber was die wenigsten wissen, ich habe 40%, 35%, habe es nicht mehr genau nachgerechnet, in sozialwissenschaftlichen Fakultäten gearbeitet, als Assistent und als Professor, war Direktor des Geschwister-Scholl-Instituts für Politikwissenschaft in München über viele Jahre. Das heißt, mich interessieren diese beiden disziplinären Perspektiven. Ja, die philosophische, begriffliche Analyse, was ist eigentlich Demokratie, welche Bedingungen hat sie auf der einen Seite und die empirische Frage, auch die institutionelle Frage, wie ist unsere Demokratie, wie sind andere Demokratien verfasst, wie kann man die vergleichen, was sind die Vor- und Nachteile dieser Systeme und so weiter. Ich glaube, beides muss zusammenspielen. Das sind zwei Hüte. Jetzt kommt noch ein dritter. Habe mich über viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte politisch engagiert und habe mich dann eine Zeit lang in die Politik, Sie etwas länger als ich, zeitlich, ja, obwohl viel jünger, gewagt. Und das war die Kulturpolitik in einer Kommune, als sogenannter berufsmäßiger Stadtrat für
Kultur zuständig, der Landeshauptstadt München, und zum zweiten als Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder. Und da waren die Fragen, die wir heute diskutieren werden, schon virulent, nicht so als Thema der öffentlichen Debatte, aber als Problem der Stadtentwicklung. Und insofern greift das, was ich also jetzt im Folgenden sagen werde, auch auf solche persönlichen politischen Erfahrungen indirekt zurück. Vielleicht kommen wir dann am Podium noch dazu, das ein oder andere zu vertiefen. Also ich habe eine deutliche Aussprache angekündigt. Das will ich gleich mal zu Beginn tun. Ich finde, es ist ja eine, ja fast schon ein Skandal der wissenschaftlichen Befassung mit Demokratie, dass dort die Rolle von Kultur, was dann Zivilkultur ist, darüber werden wir dann gleich noch diskutieren, werden wir dann gleich noch sehen, fast ausgeblendet ist. Und das hat theoretische Gründe. Es hat auch historische Gründe. Und ich beginne mal mit dem historischen Grund, weil der nach wie vor massiv nachwirkt, ob uns das bewusst ist oder nicht. Also man kann sagen, es gibt zwei große historische Quellen der europäischen Demokratie. Ja. Etabliert Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich, 1789, Französische Revolution, in einem langsamen Übergang in Großbritannien, schon zuvor in Elementen, aber nicht so vollständig wie in der Französischen Republik und so. Und dann nochmal das ganz andere Modell in den USA, ungefähr zeitgleich mit der Französischen Revolution. So entsteht die moderne Demokratie. Und sie wäre jedenfalls nicht so, das gilt für die USA, das gilt für Großbritannien, das gilt auch für Frankreich, nicht entstanden. Vielleicht wäre sie gar nicht entstanden, ohne theoretische Ideen, wie man das Zusammenleben der Menschen gestalten sollte und welche Form der politischen Ordnung illegitim ist. John Locke, Second Treatise, zweite Abhandlung über die Regierung. In der ersten wendet er sich gegen Robert Filmer, der die Aristokratie verteidigt und sagt, das ist doch ganz natürlich, so wie in der Familie eben ein Oberhaupt der Familie, ein männliches Oberhaupt selbstverständlich, die Familie regiert. So braucht es einen Fürsten, der die Untertanen regiert. Wo käme er da sonst hin? Ja, das ist Gottes Gnadentum, das ist vererbt, das ist eine Autorität, die man akzeptieren muss. Das ist Natur des Menschen, so war es immer und so sollte es auch immer bleiben. Und da kommt John Locke und sagt ganz falsch. Menschen sind frei geboren. Sie haben gleiche individuelle Rechte. Bei ihm ist das noch sehr übersichtlich, das sind im Wesentlichen drei. Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit und Recht auf rechtmäßig erworbenes Eigentum. Das hat sich unterdessen ein bisschen ausgeweitet in den Menschenrechtsdiskursen. Und damit tritt John Locke an und sagt, das ist doch für uns alle offensichtlich. Das war nicht für alle offensichtlich in der damaligen Zeit. Wir sind gleich an Rechten geboren. Gleiche Rechte, gleiche Freiheit. Und das sehen wir auch noch alle ein. Er unterfüttert das noch mit einem theologischen Argument, dass wir alle Kinder Gottes sind, ja, und schon von daher diese Rechte bestehen, weil wenn man Menschen zum Beispiel in ihrem Leben oder in ihrem Körper verletzt, dann verletzt man ein Eigentum Gottes. Ja, man stellt sich gegen Gott. Ja, er wollte ursprünglich Prediger werden, John Locke. Und wenn Sie mal die amerikanische Verfassung oder die Verfassungsschriften, muss man eigentlich sagen, Verfassung in unserem Sinne gibt es nicht, liest, da ist viel John Locke, sehr viel John Locke. Und in Frankreich ganz ähnlich. Rousseau wendet sich gegen diejenigen, die es wagen, Vorrechte zu beanspruchen und dann an einem Hof das Eigentum unter sich aufteilen, je nach Einfluss der Familie und so weiter, und setzt dagegen die ursprüngliche Freiheit des Menschen. Ja, eine ganz radikale Freiheit. Und sagt, die Frage ist, wie man diese ursprüngliche Freiheit, auf die wir ein Anrecht haben, wiederherstellen kann. Und da sagt er, das geht nur in der Republik. Nämlich in der Gestalt, dass wir uns gemeinsam die Regeln geben, die Gesetze geben,
nach denen wir leben wollen, wir gemeinsam. Es darf keine Herrschaft von Menschen über Menschen geben, sondern nur von Menschen über sich selbst. Das ist die Republik-Idee. Nur wir sind legitimiert, als Menschen uns selbst Regeln zu geben, nach denen wir dann zusammen unser politisches Leben gestalten. Französische Revolution, ja, Liberté, Fraternité, ja, das ist natürlich jetzt überholt, wenn man so will. Das sind Werte, die ganz wesentlich wiederum auf Rousseau zurückgreifen. Ohne Rousseau jedenfalls nicht diese Inhalte der Französischen Revolution. So, jetzt mache ich einen großen Sprung. Vorausgegangen war der schrecklichste, wenn man so will, ist auch das 20. Jahrhundert eine Zeit des europäischen Bürgerkrieges. Aber es hat zuvor schon mal einen ganz schrecklichen europäischen Bürgerkrieg gegeben, im 17. Jahrhundert, 1618 bis 1648, der sogenannte Dreißigjährige Krieg. Deutschland übrigens Hauptkonfliktfeld, oder Deutschland gab es nicht, aber deutschsprachige Landen in Europa. Am Ende waren mehr Menschen prozentual zu Tode gekommen, als in beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts zusammengenommen. Eine absolute Katastrophe. Und der Hintergrund war der Konflikt zweier Formen zu leben und zu Gott zu stehen. Die Glaubensspaltung durch Luther und durch andere Reformer. Dieses Europa war am Abgrund. Warum? Weil sie sich nicht einig darüber waren, was richtig ist und was falsch ist und welche Praxis des Lebens und des Umgangs miteinander und die Rolle der Kirche, die angemessen ist. Das war der Ausgangspunkt. Wie immer das dann instrumentalisiert wurde, mit Hegemonialinteressen verbunden, wirtschaftlichen Interessen und so weiter und so weiter. Lassen Sie sich nicht erzählen, das war eigentlich ganz was anderes. Es war im Kern ein gigantischer Kulturkonflikt. Der wird dann beigelegt. 1648. Und was lernt Europa? Europa lernt daraus etwas, nämlich, dass wir mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen, unterschiedlichen Lebensformen, unterschiedlichen Glaubensorientierungen so umgehen müssen, dass wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen. Es ist wieder ein Theoretiker, nämlich Thomas Hobbes, der die Antwort formuliert. Der Staat hat eine Aufgabe, nämlich den Frieden zu sichern, durch gemeinsame Gesetze, die durchgesetzt werden durch Sanktionsandrohungen. Er muss dafür sorgen, dass die Kultur und die Religion nicht auf die Politik ausgreift, weil dann gibt es wieder geistigen Bürgerkrieg und am Ende tatsächlichen Bürgerkrieg. Also Zurückführung unter anderem der Kirchen, auf ihre eigentliche Funktion, das Seelenheil, und Rausdrängen der Kirchen aus der öffentlichen politischen Sphäre. Das ist der Beginn der Säkularisierung. Und von diesem Ursprung, also einer Antwort auf das totale Desaster des 17. Jahrhunderts, aus diesem Ursprung erwächst dann die Idee der Toleranz, des Umgangs aus Respekt und wechselseitiger Anerkennung, Menschenwürde, das ist dann ein Begriff, den ein deutscher Philosoph Immanuel Kant mit einer wunderbaren praktischen Philosophie unterfüttert, aber ist ein viel älterer Begriff, den hat nicht Kant in die Welt gesetzt, sondern eigentlich die Stoiker. Ja. Und damit werden die Fundamente gelegt für die moderne Demokratie. Jetzt werden Sie sagen, warum erzählt er uns das alles? Hat das irgendwas mit Zivilkultur zu tun? Na, das werden Sie jetzt gleich sehen. In dieser Tradition gibt es die Auffassung, dass Kulturelle, das ist Privatsache. Die einen glauben dies, die anderen glauben jenes, die einen leben so, die anderen leben anders. Und das ist ja auch irgendwo richtig. Ja, wenn wir alle noch in einem Dorf des mittelalterlichen Typs leben würden, in dem jede Person, jede andere Person sehr gut kennt und genau kontrolliert, was die tut und was sie sagt und mit wem sie verkehrt und das wird kommentiert und kritisiert und so weiter. Das kann keine Demokratie aushalten. Die Demokratie braucht eine Kultur der Distanz. Die Urbanisierung eines
Teils jedenfalls zunehmend in Europa seit dem Hochmittelalter, war eine kulturelle Voraussetzung der Demokratie. Die Trennung des Öffentlichen vom Privaten. Ich kann die Tür zumachen und Nachbarn schauen mir nicht mehr zu und kommentieren am nächsten Tag, was ich falsch gemacht habe. Ich kann die Tür zumachen. Ich gehe raus und bin dann Bürgerin oder Bürger dieser Stadt. Unterdessen ist der Unterschied zwischen Dorf und Stadt so nicht mehr gegeben. Ja, also wir haben eine Urbanisierung der gesamten Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten erlebt. Das ist in der Tat Voraussetzung der Demokratie, auch des Selbstverständnisses von Bürgerinnen und Bürgern. Und jetzt kommt das große Aber. Diese Herausdrängung des Kulturellen, auch des Religiösen, als Teil des Kulturellen aus der öffentlichen Sphäre, so unverzichtbar das in einem gewissen Sinne war, führt zu einem großen Defizit des modernen Demokratieverständnisses. Man könnte das jetzt durchdeklinieren. Also liberale Theoretiker, die sagen, naja, um was geht es? Es geht um bestimmte Prinzipien, die Fairness sichern, ökonomische Effizienz sichern. Aber das ist es dann auch. Mehr kann der Staat nicht leisten und sollte auch nicht leisten. Marxisten sagen im Kern, oder sagten, das hört man heute nicht mehr so deutlich, im Kern geht es um die ökonomischen Verhältnisse, aber jetzt im Sinne von Klassenverhältnissen und Klassenkonflikten. Alles andere sind so Überbauphänomene, die spielen natürlich eine Rolle, so in der Wahrnehmung, aber sie sind nicht wirklich relevant. Manche von Ihnen mögen das in der Schule gelernt haben, ja, mit diesem schönen Rolltreppenmodell der Geschichte, vorangetrieben durch technischen Fortschritt und durch die Klassenauseinandersetzungen, die dann jeweils zu Revolutionen führen und dann eine neue Produktionsweise etablieren. Das Kulturelle bleibt außen vor, das sind so Überbauphänomen, Nebenaspekt. Aber auch diejenigen, die meinen, Demokratie sollte auf einer starken Staatlichkeit beruhen, die sagen, wir brauchen Solidaritätsstrukturen, Sozialstaatlichkeit, neigen dazu zu sagen, naja, das genügt aber dann auch. Wenn Sozialstaatlichkeit gegeben ist und soziale Anspruchsrechte etabliert sind, dann braucht uns das Kulturelle nicht mehr interessieren. Die leitende These dieser Studie, die ich hier ein bisschen in Zusammenhang stellen wollte, ist, das ist ein gefährlicher Irrtum. Die Demokratie beruht auf bestimmten kulturellen Selbstverständlichkeiten, die ich mit dem Ausdruck Zivilkultur jetzt mal bezeichnen will. Gemeint ist, ja, Zivilkultur, civis ist der Bürger auf Lateinisch. Zivilkultur ist also eine Kultur, die spezifisch ist für die Bürgerschaft eines demokratischen Staates. Das ist damit gemeint. Und jetzt muss man genauer sagen, was gehört denn da alles dazu? Das steht zum Teil hier drin, das kann man nachlesen, aber ich will wenigstens so ein paar Schlaglichter darauf werfen. Also ich glaube, wer die Entwicklung so der letzten Jahre beobachtet hat, der kommt überhaupt nicht umhin zu sehen, dass sich kulturell etwas verändert. Herr Tetzlaff hat auch da schon empirische Befunde dazu gerade vorgestellt. Die Unduldsamkeit im Umgang mit Meinungen, die nicht die meinen sind, hat massiv zugenommen. Ja, die Leute sagen so locker, ja, niemand braucht ja Angst haben, jeder kann sagen, was er will, wir leben in einem freien Land und so weiter. Naja, aber wenn die Leute das Gefühl haben, sie können insofern nicht mehr einfach so miteinander reden und miteinander diskutieren, weil sie mit Sanktionen, mit Diffamierungen, mit Beschimpfungen runtergemacht werden, persönlich gekränkt werden, aus Freundeskreisen ausgeschlossen werden, Deplatforming und so weiter, ja, dann beschädigt das die Demokratie. Wenn Menschen anfangen, sich, ganz heikler Punkt, werden wir dann nachher diskutieren, wenn Menschen anfangen, sich nicht primär als Bürgerinnen oder Bürger eines demokratischen Staates zu verstehen, sondern primär als Repräsentantinnen, Repräsentanten oder Mitglieder einer kulturellen Gruppe, einer Gemeinschaft, wie auch immer die genau konstituiert ist. Und dann den Modus der Politik darin sehen, sicherzustellen, dass diese verschiedenen Gemeinschaften nicht beeinflusst werden von anderen Gemeinschaften und dass sie in einem fairen Verhältnis, ein Modus vivendi zueinander stehen, ein Modus vivendi, der sozusagen diese Unterschiede aushält,
ein bisschen Anspielung auf das US-amerikanische Demokratieverständnis, dann gefährdet das die Demokratie. Wenn dann verständlicherweise versucht wird, diese kollektiven Identitäten irgendwie in ein solches Verhältnis zu bringen, dass je nachdem, zu welcher dieser kollektiven Identitäten ich gehöre, ich dann auch entsprechende Einflussmöglichkeiten habe, entsprechende Rechte habe als Mitglied dieser kollektiven Gemeinschaft, dann unterhöhlt das die Demokratie. Ich hatte mal vor über 20 Jahren einen Streit, der wird es aushalten, wenn er das hören würde, dass ich das jetzt hier sage, weil er das auch weiß, mit Friedrich Merz. Und da ging es um die Leitkultur. Da war ich Kulturstaatsminister und er war Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU. Und Friedrich Merz führte damals aus, dass wir in Deutschland eine deutsche Leitkultur brauchen, die für alle verpflichtend ist. Und ich habe damals darauf geantwortet, übrigens auch von vielen politischen Freunden missverstanden. Ich habe gesagt, ja, wir brauchen eine Leitkultur. Aber was an dieser Leitkultur wesentlich für die Demokratie ist, ist nicht deutsch. Wir brauchen eine Leitkultur des Humanismus, der Humanität des Umgangs miteinander, der kulturellen Umsetzung dessen, was man in den Menschenrechtskodizes und im Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes nachlesen kann. Die Menschenwürde ist unantastbar zum Beispiel. Wer, um auf ein US-amerikanisches, berühmtes historisches Beispiel anzustehen, wer im Bus aufsteht, weil sich neben ihn oder sie eine Person setzt, die andere Hautfarbe hat, als sie hat, ist im Grunde oder hat im Grunde eine Mentalität, die nicht demokratieverträglich ist. Und ich setze mal jetzt noch was hinzu, auch damit wir ein bisschen was zum Diskutieren haben. Auch das ist eine Anspielung, wie Sie gleich sehen werden. Wenn Mädchen in Familien erzogen werden, in dem Bewusstsein des unbedingten Gehorsams gegenüber älteren Brüdern und ältere Brüder aufwachsen in dem Bewusstsein, dass sie die Hüter sind der Ehre ihrer Schwestern, dann ist diese kulturelle Praxis nicht vereinbar mit dem Artikel 3 unseres Grundgesetzes, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Es hat keinen Sinn, sowas zu tabuisieren. Solche Debatten müssen wir führen. Wir haben Grenzen der Verträglichkeit kultureller Praktiken mit der demokratischen Ordnung. Ich bringe noch ein Beispiel, auch um ein bisschen, dass es nicht zu harmonisch wird. Der Westen, ich sage der Westen, alle miteinander, fast die gesamte politische Elite in den westlichen Staaten, war verständlicherweise heilfroh, dass es im arabischen Raum zum berühmten arabischen Frühling kam. Die Trägerschaft des arabischen Frühlings waren überwiegend jüngere Menschen, oft gut ausgebildete in den Metropolen, mit Mobilphones ausgestattet, und deswegen haben manche gesagt, seht her, die Digitalisierung ermöglicht sogar jetzt demokratische Revolutionen. Ja, da ist schon was Wahres dran. Digitalisierung ermöglicht auch Unterdrückungssysteme, wie die in China zum Beispiel, Citizen Score und so. Und was passiert dann? Dann kommt es zum Sturz von Diktatoren, in Ägypten zum Beispiel. Und was passiert dann? Dann kommen die ersten freien Wahlen und wer gewinnt? Die Muslimbrüderschaft unter Mursi, und dann ist es wieder aus mit der Demokratie. Wenn man an diesem Beispiel nicht sieht, dass es kulturelle Voraussetzungen bedarf, um eine Demokratie zu etablieren und sie zu stabilisieren, ja, dem ist ja nicht zu helfen. Wir brauchen eine Zivilkultur des Respekts, der Menschenrechte, der Gleichberechtigung, der Anerkennung unterschiedlicher Lebensformen, damit eine Demokratie auf Dauer gedeihen kann. Und wir haben in den letzten Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, eine Entwicklung erlebt, ausgerechnet in einer der Vorbilder, was die Demokratieentwicklung angeht, nämlich den USA, die peu à peu, nicht erst seit 2016, die kulturellen Grundlagen der amerikanischen Demokratie erodieren hat lassen.
so sehr, dass man sich sehr konkret Sorgen machen muss, ob das noch lange gut geht. Und da will ich eine kurze persönliche Bemerkung oder Erfahrung hinzufügen. Ich war 1991, das ist lange her, ja, war ich auf meiner ersten Professur in der State University of Minnesota. Und ja, wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass es zu flapsig wirkt? Also ich hatte teilweise das Gefühl, die Amis spinnen. Die sind nicht ganz bei Troste. Wieder öffentliche Debatten ablaufen. Mit welcher Wut, welchem Verfolgungswut da miteinander umgegangen wird. Wie tief in die Privatsphäre von Politikerinnen und Politikern eingegriffen wird, um sie zu stürzen oder unmöglich zu machen bei der nächsten Wahl. Welche Kampagnen über die Sender laufen. Wir haben ja kein öffentlich-rechtliches System, Rundfunksystem in den USA. Es gibt ein paar stiftungsfinanzierte, ganz Nischensender, aber ansonsten ist das alles privatisiert. Wie eindeutig Redaktionen sich vor Wahlen festlegen, für welche Seite sie sind. Und ab da schreiben alle Journalistinnen und Journalisten dieser Zeitung für die eine Seite oder für die andere Seite. Wir reden von 1991. Da war von Trump noch nicht die Rede. Und da kam eine Dynamik in Gang, auch des wechselseitigen Hochschaukelns, deren Ergebnis wir jetzt sehen, die man nicht mehr übersehen kann. Und die Tatsache, dass wir in einer ganzen Reihe europäischer Demokratien unterdessen ja, an der Grenze sind, an der man noch sicher sein kann, dass die demokratische Ordnung Bestand haben wird. Nicht nur übrigens im Osten. Ungarn ist ein extremes Beispiel. Polen eigentlich auch. Polen wird jetzt im Augenblick sehr viel freundlicher behandelt, weil es in der Ukraine-Politik freundlicher ist. Aber Polen hat den Abbau des Rechtsstaates in anderer Form, aber ebenso weit getrieben wie Ungarn. Wir schauen nach in den Süden. Ich kenne Italien nach Deutschland am zweitbesten und auch die politischen Verhältnisse dort. Wir sind da sehr freundlich und Meloni ist sehr geschickt. Aber Fratelli d'Italia, Entschuldigung, das ist eine faschistische Partei, eine neofaschistische Partei. Es ist eine klare Linie vom MSI über Allianza Nazionale zu Fratelli d'Italia. Die haben als Symbol auf ihrem Parteiemblem das Grab Mussolinis mit der Flamme. Wiederauferstehung Mussolinis oder sowas soll das wohl symbolisieren. Das geht im Augenblick so halbwegs gut, warten wir mal ab. War jetzt im Sommer eine heftige Auseinandersetzung zwischen der Lega, die jetzt die rechten Inhalte einfordert, weil Meloni, die kaum war sie gewählt, offenbar vergessen zu haben schien. Ja. Vorher war sie pro-russisch, jetzt ist sie pro-ukrainisch, vorher war sie gegen die EU und wollte eigentlich einen Austritt, jetzt war sie auf einmal dafür, da geht es auch um Milliardenauszahlungen und sonst was. Aber Vorsicht, da kann das eintreten, was man in der Türkei beobachten konnte. Als Erdogan damals zunächst in Istanbul Bürgermeister wurde und dann später Regierungschef und Staatschef, dann später in der Türkei, war klar, wenn man genau hinschaut, hier wird eine islamistische Agenda verfolgt, allerdings überdeckt mit Botschaften der Liberalität, der Liberalisierung der Wirtschaft, der Öffnung gegenüber der Europäischen Union und alle waren überaus glücklich. Übrigens einer meiner Streitpunkte mit Gerhard Schröder damals. Ich habe gesagt, seht ihr das nicht? Seht ihr diese Agenda nicht? Kann das wirklich sein? Naja, und dann 2006 ist das so vor allem so hochgekocht. Na, ein paar Jahre später, jetzt sehen es alle. Also warten wir mal ab, wie sich das in Italien entwickelt. Was ist, wenn Le Pen gewinnt in Frankreich? Also mit einem Wort, ich glaube, wir müssen das große Bild zeichnen. Ich will nicht sagen, dass die Zivilkultur jetzt das einzige oder allein ausschlaggebende ist. Überhaupt nicht. Da gäbe es viele andere Themen, zum Beispiel Ungleichheit oder Ausgrenzungsgefühle in einem Teil der Bevölkerung. Diejenigen, die glauben, nicht mehr dabei zu sein, was mit ökonomischen, sozioökonomischen Entwicklungen zusammenhängt. Da gibt es viele, viele Aspekte. Bewältigung von großen Herausforderungen durch die Demokratie, durch die demokratischen Parteien. Wenn das nicht funktioniert, dann entsteht umso mehr dann auf einmal so eine Neigung zu sagen, ach, dann wählen wir auch die Verrücktesten, nur wenn sie sich eben damit nicht gemein machen. Übrigens nochmal Meloni, das war eine Partei zwischen 7 und 9%.
die ist als einzige nicht in das von Draghi regierte Expertenregierung eingetreten. Lega war dabei, Berlusconi-Partei war dabei, die Postkommunisten oder Sozialdemokraten waren dabei, die Liberalen waren dabei, alle waren dabei. Meloni, ja, hatte irgendwie einen Instinkt und sagte, ich gehe nicht dazu. Und dann ist sie mit 27% oder 26% in die nächsten Wahlen eingezogen. Also Vorsicht, wenn man bestimmte Parteien in diese Rolle drängt oder sie sich selber in diese Rolle begeben, die machen irgendwas und wir sind zu allem die Alternative. Gut, ich hoffe, wir haben ein bisschen Diskussionsstoff. Ich habe jetzt bewusst die kommunale Dimension ausgeklammert, weil ich mir gedacht habe, da haben wir da ein bisschen auch Stoff für die Podiumsdiskussion. Herzlichen Dank. Thank you.
Einen wunderschönen guten Abend. Super, dass Sie alle hier dabei sind im Gewandhaus und natürlich auch mit dabei im Livestream. Vielen, vielen Dank an das Bläserquintett, die wir uns hier wunderbar begleiten. Und vielen Dank auch, Herr Professor Niederrümelin, für diese wunderbaren Ausführungen, gerade vor allen Dingen für das Plädoyer. Kein unparteiisches, wie Sie ja schreiben tatsächlich in Ihrem Text, sondern Sie sagen, es ist ein parteiisches, ich ergreife Partei für die Demokratie. Das Funktionieren der Institutionen, das schreiben Sie, das muss natürlich gewährleistet sein, aber darüber hinaus geht es um viel, viel mehr. Die Menschen nämlich, die müssen befähigt werden, an der Demokratie teilzunehmen. Sie müssen dazu auch befähigt sein, die Demokratie mitzugestalten. Und der Wunsch danach, Herr Tetzlaff, das haben wir ja gesehen, der Wunsch danach, der scheint groß zu sein, wenn 86% der Befragten in ihrer Umfrage sagen, sie wünschen sich mehr Beteiligung auf allen Ebenen. Und gleichzeitig beteiligen sich, das haben wir auch gesehen, die wenigsten mit nur 8% tatsächlich dann in den Kommunen. Und wir wollen jetzt fragen, wie kann man das ändern, gerade in so krisenhaften Zeiten? Wie kann man da die Zivilkultur stärken? Das wollen wir jetzt gemeinsam diskutieren. Wir werden das circa eine Stunde lang tun. Und danach haben Sie dann die Möglichkeit, auch Ihre Fragen zu stellen. Entweder hier im Saal mit dem Mikrofon oder im Livestream des Gewandhauses können Sie auch im Chat direkt eine Frage schreiben. Wir werden die dann hier vorlesen. Dann darf ich jetzt die Diskutierenden vorstellen. Das ist zum einen Petra Köpfing. Sie ist Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt hier in Sachsen. Sie war lange stellvertretende SPD-Landesvorsitzende, außerdem hat sie sehr viele kommunalpolitische Erfahrungen gesammelt, war unter anderem die bisher einzige Landrätin in Sachsen. So, und ich darf Sie auf die Bühne bitten. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, herzlich willkommen. Sie dürfen sich hier an den zweiten Platz. Danke. Dann darf ich begrüßen Thea Dorn. Sie ist Philosophin, Schriftstellerin, Moderatorin, hat eine Reihe preisgekrönter Romane und auch Essays geschrieben, die sich auch sehr politisch mit dem Zeitgeschehen auseinandersetzen. Und sie ist leitende Moderatorin des Literarischen Quartetts. Einen wunderschönen guten Abend. Dürfen Sie dann dahin sitzen? Und Herr Professor Niederrümelin, Sie können auch auf die Bühne kommen. Sie sind aktuell Rektor der Humanistischen Hochschule und Sie haben es erwähnt, Sie haben sehr, sehr viel politische Erfahrung auch gesammelt, unter anderem eben im ersten Kabinett von Gerhard Schröder. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie alle hier sind. Frau Köpping, wir haben jetzt in dieser Studie gesehen, was ja schon sich seit langer Zeit abzeichnet, dass das Vertrauen in die Demokratie schwindet. Und Sie erleben ja jeden Tag, was Menschen bewegt, was sie auch frustriert. Wenn Sie jetzt so ein Plädoyer für mehr Zivilkultur in der Demokratie hören, was macht das mit Ihnen? Halten Sie das für realistisch? Ich glaube, dass es sehr viele Analysen gibt, die zurzeit darauf hindeuten, wie die Lage ist. Und wir als Politikerinnen und Politiker, und Sie haben es angedeutet, ich war Bürgermeisterin, ich war Landrätin, ich habe also alle kommunalen Ämter begleitet, ich war auch Abgeordnete und jetzt seit 9 Jahren Ministerin und ich habe eine große Wandlung gesehen. Inwiefern? Eine große Veränderung gesehen, dass gerade in den Anfang der 90er Jahre hier in der Region, ich bin ja aus der Leipziger Region, sehr viel Beteiligung der Bevölkerung da war. Sie war interessiert an der Umgestaltung der Region. Sie war interessiert an der Umgestaltung der Leipziger Seenlandschaft. Das ist hier vielen ein Begriff. Da war eine große Beteiligung. Also wenn wir Bürgerforen durchgeführt haben, da waren viele Menschen da, die sich dafür interessiert haben. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass sich die Zivilgesellschaft doch ein ganzes Stück immer mehr zurückgezogen hat. Da gibt es viele Ursachen dafür. Es sind jetzt ganz viele historische genannt worden, aber liegen auch in der Arbeitsweise der Kommunen selbst, der Landkreise, der Länder des Bundes, da kann man dann vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ich merke einfach an dieser Entwicklung, dass sich die Menschen zurückgezogen haben, außer wenn es um ihr eigenes Thema geht. Also neben meiner Gemeinde, neben meinem Ort soll jetzt ein Windrad entstehen, dann werde ich initiativ. Oder es soll ein Radweg gebaut werden, der noch nicht da wäre, dann werde ich initiativ, wenn mich das interessiert. Also es ist eine sehr große persönliche Betroffenheitsinitiative entstanden, aber nicht mehr die Initiative eines Gemeinwohls. Ich mache es mal an einem Flächennutzungsplan, das ist wieder so ein technischer Begriff für Menschen, aber der sagt ja, was in meiner Gemeinde passiert, der sagt ja, was in meiner Region passiert. Also ich selber habe das auch erlebt, dann später als Landrätin, dass da eben eher niemand gekommen ist. Sondern erst, wenn ich persönlich betroffen war, jetzt passiert in meiner Nachbarschaft was, dann werde ich aktiv. Und das ist so eine Wandlung, die ich festgestellt habe, bis hin zur Parteienkultur. Auch da sehe ich das. Dass man eben sagt, ich möchte eigentlich ein parteiloser Bürgermeister sein oder eine parteilose Bürgermeisterin. Wir haben es jetzt in Sachsen auch mit den Landräten, die ersten.
dass ich einfach so sage, ich bin ja gar kein Politiker mehr. Und das ist eine Entwicklung, die sehe ich ehrlich gesagt auch mit ein Stück Sorge. Und deswegen interessiert mich wirklich immer ganz brennend, ich habe sehr aufmerksam zugehört, was wir tun können, was wir gemeinsam tun können. Ja, das wollen wir gleich in einem zweiten Schritt auch schauen, also dass wir wirklich auch auf die unterschiedlichen Ebenen dort schauen. Ich würde gerne von Frau Dorn auch nochmal hören, wir haben jetzt diese Diagnose, also dass das Vertrauen in die Demokratie schwindet, dass auch die Beteiligung, Frau Köpping hat das gerade nochmal sehr schön erzählt, die Beteiligung abnimmt, außer es sind persönliche Interessen dahinter, wenn man wirklich ganz akut selbst betroffen ist. Gleichzeitig sagen ja so akut ganz viele Leute in dieser Studie, über 80%, dass wir mehr Beteiligung brauchen, dass mehr Menschen beteiligt werden sollen. Wie interpretieren Sie das? Das ist ja eigentlich widersprüchlich, weil die Leute haben ja die Möglichkeit, sich so zu beteiligen, tun es aber nicht. Ich würde, also erstmal einen herzlichen guten Abend auch von mir, freue mich, dass Sie hier sind. Ich würde da gerne nachfragen, was diese 90% unter Beteiligung verstehen. Ich habe nämlich eine Befürchtung, dass Beteiligung nicht das meint, was vielleicht manch einer wie ich, die auf ein humanistisches Gymnasium gegangen ist und deshalb Altgriechisch gelernt hat und dann so vermutlich völlig absurde Bilder im Kopf hat, wie die Uranfänge der Demokratie waren in Griechenland. Großer Fehler, dass die Frauen nicht dabei waren und dass es sehr viele Sklaven gab. Aber wenn wir diese beiden extremen Schönheitsfehler mal weglassen, da gab es eine Agora, da treffen sich Menschen, um gemeinsam darum zu ringen, eine Lösung zu finden für ein Problem. Und die respektieren sich gegenseitig und die diskutieren. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die heute mehr Beteiligung wollen, primär dieses Bild im Kopf haben. Ich befürchte, die meinen was anderes, wenn sie Beteiligung sagen. Und deshalb, ich schieße jetzt auch mal einen polemischen Satz raus. Wenn wir für unsere Zivilkultur was richtig Gutes machen wollen, dann sollten wir alle miteinander mindestens einen Tag pro Woche unsere Digitalgeräte in die Tiefkühltruhe packen. Weil Beteiligung, fürchte ich, heißt, dass wir Demokratie mittlerweile nach dem Servicekonzept des Internet denken. Ich kann was anklicken und es dauert eine Viertelstunde und wer auch immer, Fresh oder Prime, liefert mir auf meine Bedürfnisse zugeschnitten exakt das, was ich im Netz bestellt habe. Das kann logischerweise kein Konzept für eine Gesamtgesellschaft sein. Das kann marktwirtschaftlich funktionieren, muss nicht, aber kann vielleicht eine Weile. Und da ist das ganz groß. Also ich fürchte, wir sitzen noch in viel größeren Problemen, um ehrlich zu sein. Weil machen wir uns nichts vor. Also ich schließe mich Ihrem Plädoyer, Herr Niederrümelin, leidenschaftlich an. Aber ich fürchte, dass die Grundlagen unseres Menschenbildes durch diese gewaltige technologische Revolution, an deren Anfang wir sind, nämlich die digitale Revolution, dass das so, also ich würde behaupten, die Digitalität ist die größte Bedrohung für die Demokratie, weil sie erstens ein Menschenbild, wenn man sich anschaut, was Sie haben völlig zu Recht eingefordert, dass die Demokratie auch ein intellektuell, philosophisch, soziologisches Hinterland braucht, das zum Beispiel das Menschenbild prägt, dass solche Begriffe wie Freiheit, wie Autonomie, wie freien Willen, Würde ins Zentrum steht. Wenn man sich anschaut, was das geistige Hinterland der Digitalität ist, da kriegen wir ein Menschenbild geliefert, das uns entweder sagt, wir sind alle in Wahrheit auch nur Algorithmen, leider schlechtere, die KIs können das viel besser als wir. Wir sind eigentlich alle, also die Biowissenschaften, Teile davon predigen inzwischen, Gefühle sind Algorithmen. Jeder Organismus tut eigentlich nur so, als wäre er organisches Leben. In Wahrheit funktioniert er entweder determiniert oder es ist alles Zufall. Also genau das, worin das Pathos des autonomen, mündigen Bürgers besteht, dass wir mit Urteilskraft Entscheidungen, also erst mehr Urteil zu Urteilen kommen und dann Entscheidungen, qualifizierte treffen. Das spielt da keine Rolle, das wird als Fiktion geleugnet. Und ganz ehrlich, also wie soll da noch eine Demokratie bei rauskommen, wenn ein solches Menschenbild anfängt, sich durchzusetzen und das jetzt, das ist quasi die Überbauebene, um es marxistisch zu sagen, und auf der Benutzerebene eben, also wir haben keine Bürger im Netz, wir haben User, wir haben Benutzer. Diese Benutzer, also der Vertrag zwischen dem Internet und mir ist, also ich bin ein User, ich darf dich benutzen, dich Internet. Und dafür spielt das Internet so etwas Ähnliches, wie kann man sich jetzt aussuchen, die Schlange K aus dem Dschungelbuch oder Mephisto aus Faust. Das flüstert mir dann ein, wenn ich mich auf den richtigen Kanälen rumtreibe, dass ich ganz toll bin, dass es mir sofort liefert, was ich will.
Oder wenn ich in die falschen Kanäle gerate, werde ich fertig gemacht, muss ich mir anhören, dass man mich wahlweise umbringen will oder ich das Allerletzte bin. Ich kann dann auch noch so ein bisschen das pädagogische Programm wählen, wenn ich dann so Fitnessinstallationen habe, dann erklärt mir das Netz, dass ich heute noch 5000 Schritte gehen muss, um gesund zu bleiben. Das sind alles Dinge, die nichts mit Demokratie und dem Gefühl, dass man gemeinschaftlich versuchen will, auszuhandeln, welche Probleme man lösen muss. Damit hat das alles nichts zu tun. Und deshalb fürchte ich mittlerweile, dass man ganz schwer über diese Themen reden kann, ohne diesen riesigen Elefanten namens Digitalität mitzudiskutieren. Herr Professor Niederrümelin, wie sehen Sie das? Also gerade wenn wir jetzt diese These vielleicht aufgreifen und sagen, es gibt da eine Veränderung, eine Verschiebung von Bürgerinnen und Bürgern hin zu Userinnen und Usern und auch ein ganz anderes Verständnis von, man nimmt etwas von der Demokratie, da wird etwas geliefert und wenn nicht geliefert wird, dann wählt man das halt nicht mehr, das Produkt. Und dann weiß der Algorithmus, das Produkt Demokratie, das will man einfach nicht mehr. Vor diesem Hintergrund wirkt Ihr Plädoyer für mehr Zivilkultur dann nicht etwas sehr idealistisch? Ja, ich glaube nicht. Sagen wir so, erstens, ich finde es ja schön, wenn die zweite Studie auch einbezogen wird in die Debatte, weil in der ging es genau darum, Demokratie in der digitalen Transformation. Ich bin ja nicht ganz so pessimistisch, obwohl ich vieles teile, Menschenbild und so, das in der Tat, da verändert sich was, auch durch diese transhumanistische Bewegung, die auch wieder aus den USA sehr stark kommt. Auf der anderen Seite gibt es auch positive Aspekte der digitalen Transformation, zum Beispiel Zugänglichkeit zu Informationen ist ja wesentlich leichter, man kann Gemeinschaften bilden und diskutieren, ja, da gibt es sehr seriöse Gruppen, die sich da austauschen, auch auf Facebook und so. Also es ist nicht alles negativ, es hat beide Effekte. Es hat einen inklusiven Aspekt, ja, dass es nicht mehr nötig ist, einen Bibliotheksausweis zu haben, um bestimmte Museums- oder Buchbestände zu sehen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Dynamik in Richtung Internet-Digitalitäts-Konsumkultur, sowas. Und vor allem, es gibt diese sehr problematische Tendenz, dazu habe ich aber an anderer Stelle einiges gemacht, das ist vielleicht jetzt hier, wird zu weit führen, dass wir die Infrastruktur der digitalen Kommunikation ja in westlichen Ländern im Wesentlichen in der Hand von 5 Großkonzernen haben, die zum ersten Mal in der Industriegeschichte über die Standards und die Regeln, Community Rules und so weiter, so freihändig entscheiden. Die Europäische Union versucht da so ein paar Leitplanken einzuziehen, aber mehr schlecht als recht. Und das kann auf keinen Fall in meinen Augen so bleiben. Ich habe gesagt, da müssen wir eine Infrastruktur etablieren in öffentlich-rechtlicher oder in staatlicher Verantwortung, die zumindest als Alternative dazu dient, weil sonst geraten wir in eine Abhängigkeit, die auch ganz schlimm umschlagen kann. Ich meine, es gab diesen Cambridge Analytica-Skandal, 2016 war das, nicht? In der Auseinandersetzung Clinton-Trump, und da stellte sich dann heraus, dass Millionen, zig Millionen von Nutzerdaten von Facebook an Cambridge Analytica gegeben wurden, um Wahlbeeinflussung zu betreiben und sehr wahrscheinlich, da der russische Geheimdienst noch seine Finger mit im Spiel hatte. Ja, das ist nie so endgültig geklärt worden, aber es sieht sehr danach aus. Also das ist dann auch demokratiegefährdend. Und dann gibt es die Tendenz, dass auf den Social Media es keinerlei Kontrolle, Seriositätskontrolle mehr gibt. Das heißt, jeder kann jeden Quatsch in die Welt pusten. Wenn das besonders extrem ist und besonders emotionalisiert ist, hat es mehr wahrscheinlich höhere Wahrscheinlichkeit auf Aufmerksamkeit. Ja? Das heißt also, gerade das, was in der Demokratie so wesentlich ist, Common Sense und eine gewisse Bereitschaft, sich auf Argumente einzulassen, läuft nicht gut. Ja? Umso mehr Argumente, umso weniger Rezeption. Also auch da gibt es eine sehr problematische Tendenz. Trotzdem zögere ich jetzt, dieses Thema allzu sehr im Mittelpunkt zu stellen, weil das ist ein eigenes riesiges Thema. Ich würde noch gerne auf das, was Frau Köpping angesprochen hat, eingehen, wenn ich darf. Also ein bisschen Empirie noch dazu vielleicht, also jetzt nicht Empirie aus persönlicher Erfahrung, sondern so über den Zeitverlauf. Also es gab Phasen, es gibt ein ganz frühes Buch, berühmt geworden, Michel, der Parteienstaat, ja, Jahrzehnte alt. Es gibt Phasen der Demokratieentwicklung, in denen sind die Bürgerinnen und Bürger nicht sehr engagiert, aber das ist keine Bedrohung. Dieses Nicht-Engagiert-Sein kann nämlich auch Ausdruck sein, dessen es läuft ja ganz gut. Sollen sich andere drum kümmern, warum muss ich jetzt auch noch und so. Und es gibt Phasen, in denen der Rückzug ein
Krisensymptom ist, ein gefährliches Krisensymptom. Das heißt, ich wähle die nicht mehr. Wenn ich überhaupt wähle, dann wähle ich irgendwas Exzentrisches und ich beschimpfe die ganze Bande. Grillo, nochmal ein italienisches Beispiel, dieser Komiker, allseits geschätzt, der hat beinahe das italienische System in die Luft gesprengt, so mal so nebenbei, durch Cinque Stelle und die Folgen, indem er einfach nur permanent auf die Politikerinnen und Politiker als korrupt und also ganz schlimm, kann man gar nicht bringen, ja? eine Beleidigung nach der anderen. Und das hat eine Resonanz gefunden in der Bevölkerung, um den Resonanzbegriff hier aufzugreifen, und hat entsprechende Wirkung entfaltet. Und ich glaube, man muss erstens sagen, so wie die deutsche Demokratie mit dieser starken Rolle von Kommunen, die auch sehr viel eigenständiger sind als in den meisten anderen Demokratien, kann die Demokratie eigentlich nur funktionieren, wenn wir ein Mindestmaß an Engagementbereitschaft haben, weil niemand geht in die Kommunalpolitik, um Geld zu verdienen. Ja, weil das ist, man verdient kein Geld, man kriegt höchstens Ersatzzahlungen für Verdienstausfälle, also jedenfalls für die dort in den Räten Tätigen. Das heißt, wenn die nicht mehr besetzt werden können, wenn auf den kommunalen Listen niemand mehr Seriöses steht, man findet niemanden mehr, der sich überhaupt ernsthaft mit den Dingen auseinandersetzt, dann bekommen wir ein Problem. Und wenn diejenigen, die das wagen, dann auch noch mit Morddrohungen konfrontiert sind, weil sie ein Asylheim in ihrer Kommune errichten müssen, dann gehen die Leute raus. Die Leute gehen ja auch zum Teil raus. Die sagen, es geht nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich kann es nicht mehr aushalten. Und dann ist dieses Nicht-Engagement eine tödliche Bedrohung für die Demokratie. Also dasselbe Phänomen, Partizipation und Nicht-Partizipation, kann ganz Verschiedenes bedeuten. Ja. Und die Hoffnung, die ich auch habe, die auch in der Studie mit geäußert wird, ist, dass wir übrigens auch unter Einsatz digitaler Tools die Verwaltungen in einen engeren Austausch bringen können mit der Expertise, die die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Nahbereich haben. Also wenn es um große Finanzfragen oder Außenpolitik geht, haben die meisten keine besondere Expertise. Aber wenn es um ihr Stadtviertel geht, das kennen die. Die haben sehr viel Erfahrungen. Und ich meine, ich weiß ja, ich verstehe das auch, dass die Verwaltung erstmal sagt, naja, wir machen da mal so eine Ausstellung, Stadtentwicklungspläne ist ein wunderschönes Beispiel, das hängen wir dann dahin und hoffen, dass nicht zu viele Leute sich damit befassen, weil dann wird es kompliziert, dann müssen wir auch noch Briefe beantworten. Ja. Und dann passiert wie Stuttgart 21, fällt einem dann das Ganze am Ende auf die Füße. Es ist viel vernünftiger zu sagen, wir wollen wirklich eine Resonanz herstellen mit der Bevölkerung, um auch frühzeitig zu sehen, Warnsignale, was könnte schiefgehen, wo sind Verluste möglicherweise zu beklagen, zum Beispiel an Kultur, weil die Künstlerinnen und Künstler kein Atelier mehr finden und weil das alles industriell verwertet wird und so weiter. Das heißt, diese Einbeziehung, diese Inklusion, die mit den neuen Möglichkeiten sehr viel besser zu realisieren ist als vorher, so weit sind wir noch nicht. Und das ist eine These der vorausgegangenen Studie, kommt aber hier auch noch mal vor, dass wir die kommunalen Verwaltungen und die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Expertisen, die sehr konkret und sehr hilfreich sind, in einen Austausch, kontinuierlichen Austausch bringen und damit auch allen deutlich machen, es lohnt sich, sich für die Demokratie zu engagieren. Es geht auch um meine Lebensverhältnisse vor Ort, nicht nur um die ganz großen Fragen. Nun ist aber natürlich auch die Frage, was passiert, wenn dieser Konsens bröckelt? Mhm. Und es wird ja häufig dann gesagt, also bei Beteiligung müssen wir uns auch immer vor Augen führen, wie viele Leute rechtsextreme Einstellungen beispielsweise haben. Wenn man das ganz konkret macht hier in Sachsen, im Sachsen-Monitor 2022 ist rausgekommen, dass 40% der Menschen rassistische Einstellungen haben. Sollte man die überhaupt beteiligen? Naja, ich würde gerne erst noch mal ein bisschen erwidern zu der ganzen Digitalisierungsangelegenheit, so will ich das fast bezeichnen, weil man sehr deutlich sieht, wenn ein Land und Sachsen hatte, das mehrfach Krisen hat, wie zum Beispiel eine Hochwasserkrise. Da war die Solidarität, die Bereitschaft, sich gesellschaftlich zu engagieren, sich ehrenamtlich zu engagieren, riesig. Wir haben das jetzt wieder erlebt, als die vielen Menschen aus der Ukraine zu uns gekommen sind. Da gab es keine Unterschiede zwischen den Bundesländern, das Engagement war riesig. Das heißt, wenn es Notsituationen gibt, wenn Krisen da sind, das erkennen die Menschen sehr schnell, dann sind sie da. Ich würde aber gerne nochmal auf Ihre kommunale Komponente eingehen. Was sich wahnsinnig verändert hat, ist einfach die Möglichkeit, in den Orten zu gestalten. Das ist ein großes Thema, wo ich sage, das müssen wir ändern. Da haben wir auch als Politik eine Verantwortung, dass eine Kommune tatsächlich finanzielle Möglichkeiten hat,
die Gestaltung, die Expertise der Menschen, die sie dort einbringen, dann eben auch umzusetzen. Das nützt nichts, wenn die Menschen vor Ort sagen, wir hätten gerne an der und der Stelle für unseren Ort die und den Schwerpunkt gesetzt, wenn sie ihn nicht umsetzen können. Ein Landkreis in Sachsen, wir haben 10 Landkreise, der hat noch einen freiwilligen Gestaltungsspielraum von 1%. Dort liegt eigentlich die Ursache, dass Menschen sagen, wozu soll ich denn da mitgehen? Wenn ich gegen eine gesetzliche Vorgabe eines Landrates stimme, weil ich sage, ich bin damit nicht einverstanden, dann muss der Landrat eine nächste Sitzung einberufen und den Beschluss herbeiführen. Das sind die Dinge, wo ich glaube, da haben wir wirklich Gestaltungsspielräume, die wir nutzen können. Der zweite Punkt ist, dass wenn ich ein Gesetz beschließe, egal ob in Berlin, in Brüssel, im Land, dann muss ich wissen, was das Gesetz am Ende mit den Menschen macht vor Ort. Das heißt, welche finanziellen Auswirkungen hat denn das für einen Landkreis, für eine Kommune, für ein Land, wenn ich ein Gesetz in Berlin beschließe? Und was hat es für eine Wirkung auf den Bürger? Und dieses Denken vom Gesetzesbeschluss, mir reicht das nicht, wenn man sagt, wir haben jetzt in der letzten Legislatur 53 Gesetze beschlossen. Ich will wissen, was damit passiert. Mach's mal wieder an einem Beispiel, was in der kommunalen Ebene ankommt. Die Landkreise haben mittlerweile 60% aller ihrer Einnahmen für soziale Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Das klingt gut, soziale Aufgaben, aber Fakt ist, dass damit jeder Gestaltungsspielraum im Landkreis nicht mehr da ist. Und das führt dazu, dass Menschen sagen, ich habe ja gar keine Möglichkeit, mein Interesse, meine Vorstellung tatsächlich einzubringen. Jetzt vielleicht noch ein Wort zum rechten Gedankengut, wie gehen wir damit um? Es gibt ja jetzt diese starke Diskussion, soll es eine Brandmauer geben gegen die AfD, um es mal ganz deutlich zu machen. Ich glaube, wir müssen uns mit dem beschäftigen, was die AfD sagt. Wir müssen sagen, was das bedeuten würde. Kommt immer das schöne Beispiel aus, den, Beispiel aus der Kommune. Na ja, wenn ein Kindergarten gebaut werden soll, ist es doch ein Kindergarten. Wir haben im Landtag erlebt, dass Beispiele gekommen sind mit Anträgen, wo ich mal die Begründung reinschauen muss. Wenn dann dort steht, aber nur für deutsche Kinder, ist das eben was anderes, als wenn ich nur gucke, wir wollen einen Kindergarten bauen. Und genau diese Auseinandersetzung, ich glaube, die müssen wir führen. Und auch wenn gesagt wird, dass man bestimmte Dinge will, muss man den Menschen klar sagen, was das für sie bedeutet. Ich selber war Bürgermeisterin während der Wende, 89, 90. Und ich habe die Menschen auf der Straße gesehen. Und ich habe gedacht, wie viele von denen werden wissen, wo sie am Ende sind? Die Frage habe ich mir von Anfang an gestellt. Und genauso ist die Frage jetzt zu stellen, wenn ich sage, na gut, denen vertraue ich nicht mehr, denen da oben, denen in ihrer Blase, muss ich doch wissen, was die anderen mit mir machen. Und ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, den Menschen zu sagen, was passiert, wenn wir das zulassen. Und genau die Frage, vor der stehen wir. Und da bin ich aber wieder beim Internet, um das nochmal deutlich zu sagen. Eine Lüge oder eine falsche Behauptung, die ist wie ein Sprint. Die verbreitet sich im Nu. Aber die Wahrheit, das ist ein Marathon. Und deswegen glaube ich, dass es so unglaublich schwer ist, dann dagegen anzukommen. Und letzte Bemerkung an der Stelle, das ist tatsächlich, es hat mir sehr gut gefallen, Ihre humanitäre Einstellung, humanitäre Demokratie zu leben. Das ist eine Sache, wo ich mir auch sehr oft sage, muss ich mir das denn antun? Muss ich mir denn das gefallen lassen, dass man bis in die Privatsphäre eines Politikers, einer Politikerin hineingeht und das selbst bei einem Ehrenamtlichen, egal wo der mittlerweile arbeitet, ob der im Rettungsdienst ist, ob das eine Lehrerin oder ein Lehrer ist oder eben ein Politiker. Und diese Frage, die müssen wir gesamtgesellschaftlich beantworten, wie wir miteinander mit uns umgehen. Und Frau Staatsministerin, wenn ich da kurz nachhaken darf. Diskutieren Sie mit Ihrem Koalitionspartner, der CDU, darüber, warum sie in einigen Situationen mit der AfD hier kooperiert und zum Beispielsweise, wie jetzt in Plauen, nur ein Beispiel natürlich von vielen, das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage definanziert, sodass solche Projekte eben nicht mehr weiter vorangetrieben werden können? Da könnte man ja argumentieren, das ist ein ganz konkreter Punkt, wo Zivilkultur geschwächt wird. Wie diskutieren Sie das in der Regierung? Also ich glaube, dass wir in Sachsen zwar eine sehr unterschiedliche, aber eine gute Koalition haben. Wir haben jetzt auch aus Berlin gelernt, dass die Menschen draußen von uns wissen wollen, wo es lang geht, dass die Menschen von uns durchaus einen Plan wollen. Den kann man akzeptieren, den kann man auch nicht akzeptieren, aber sie wollen wissen, was wir wollen. Und das ist genauso ein Punkt, dass man den Menschen an dieser Stelle sagen muss, was passiert. Ich hatte das Thema jetzt auch mit einem Intendanten aus einem anderen Bundesland, der gesagt hat, naja, da muss man es eben mal probieren, dass die AfD mitregiert. Habe ich gesagt, gut, welche Stücke spielen Sie denn dann nicht mehr? Was passiert denn in Ihrem Theater mit bestimmten Aussagen? Wir haben so ein Beispiel in Zwickau mit dem Gendern.
Also insofern muss man wieder auch an dieser Stelle ganz klar sagen, was passiert dann, damit niemand denkt, na so schlimm ist das doch nicht. Dann haben wir zwar eine andere Regierungsbeteiligung, aber mich persönlich wird es doch gar nicht betroffen. Und diese Betroffenheit der Einzelnen, das rüberzubringen, das ist eine Aufgabe und das diskutieren wir sehr wohl miteinander. Und nochmal Brandmauer, mir reicht es nicht, dass man nur sagt, der Kindergarten wird nicht gebaut. Mir ist wichtig, dass man in die Begründung guckt und sagt, warum. Und dort sitzen 20 Gemeinderäte in der Stadt und ich meine, auch die anderen 19 könnten diesen Antrag einbringen, dass der Kindergarten fehlt, wissen Sie alle. Und insofern ist es auch wirklich ein Thema, dass wir uns den Themen widmen. Das ist auch eine Frage, die ich auf dem Landtag stelle. Wenn man dann sieht, was wir so für Gesetze verabschieden, wo die Menschen vielleicht draußen manchmal denken, kümmern die sich noch um das Wichtige? Dass man wirklich die aktuellen Debatten, die Ministerbefragung genau zu den Themen wählt, die den Menschen draußen gerade unter den Nägeln brennt. Und das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und ich glaube schon sagen zu dürfen, an der Stelle sind wir uns auch wirklich mit unseren Koalitionspartnern einig. Wenn ich kurz noch mal auf diesen Punkt eingehen kann und den theoretisch versuchen zu beleuchten. Herr Niederrümelin, von welcher Zivilkultur sprechen wir denn konkret? Weil Zivilkultur kann ja nicht per se die Lösung sein, sondern es muss ja ein bestimmtes Verständnis davon geben, welche Werte und welche Normen gelten. Und wenn wir jetzt solche Schilderungen auch eben hören auf der kommunalen Ebene, wo die AfD eben nicht mehr bestimmte Normen verfolgt, sondern im Zweifel Leute sogar auslacht, die Normen treu handeln und die der Demokratie verpflichtet sind. Funktioniert dann diese Idee von Zivilkultur überhaupt? Also wenn wir in dieser Situation gerade sind, dass dieser Konsens auf der höheren Ebene darüber, welche Normen gelten, offensichtlich bröckelt? Ja, was heißt funktioniert? Die ganze Debatte geht ja davon aus, die Demokratie ist in einer schwierigen Phase. Ich meine, im Krisenbegriff muss man vorsichtig umgehen, aber angesichts der Wahlergebnisse in fast allen westlichen Demokratien und der Tendenzen, die sich jetzt zeigen, gibt es Grund zur ernsten Sorge. Ja. Und wenn man dann sich überlegt, na gut, was hat sich denn verändert? Wo sind denn eigentlich die Stellschrauben, an denen da offenbar gedreht werden muss, um die Dinge zu verändern? Dann kann man natürlich immer sagen, ja, ist denn das realistisch? Schau doch mal her, da gibt es so viele Rassisten, wie Sie gerade gesagt haben, oder es gibt eben Leute, die sich darauf nicht einlassen. Naja, wir können ja nicht jetzt die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, das ist nun mal so, fatalistisch, das ist mal so der Trend der Zeit. Und auch da so ein Blick in die Geschichte, ich meine, da haben wir auch oft ein Zerrbild. Also das wird sich nicht wiederholen, ja, da sind wir uns ziemlich sicher, aber was in der Weimarer Republik passiert ist, hatte als Hintergrund massiven Stress, gesellschaftlichen, ökonomischen, sozialen Stress. Auch den Versailler Vertrag, alle Historiker sind sich unterdessen einig, auch der spielte eine Rolle für diesen Stress. Ja. Und dann kommt da so eine Jugendbewegung, die NS-Bewegung war überwiegend eine Jugendbewegung, keine Bewegung der alten Männer. Und die fingen dann an, zum Beispiel Veranstaltungen zu stören von liberalen Menschen oder jüdischen Menschen und so weiter. Und die Zivilkultur, die sowieso schwach entwickelt war, weil 1918/19 nicht getragen war vom Bürgertum in Deutschland, sondern im Grunde eine Reaktion auf einen verlorenen Krieg war. Das heißt, es gab nicht dieses kulturelle Fundament der Demokratie wie in England oder in Frankreich oder in den USA, war sowieso sehr labil, fängt an zu erodieren durch diese permanenten öffentlichen Herabsetzungen, durch die Gewaltbereitschaft, übrigens auch der Kommunisten damals, ja, die sich dann noch mit Saalschlachten mit den NS-Leuten lieferten und so. Und dann irgendwann ist die Widerständigkeit der Bevölkerung gebrochen. Ja, und sagen, ja gut, jetzt schlimmer kann es ja nicht werden. Und dann Ermächtigungsgesetz mit allen Stimmen der demokratischen Parteien, mit Ausnahme der SPD damals. Ja, das ist nun einfach mal ein historisches Faktum. Kommunisten waren schon nicht mehr im Parlament, weil die Nazis dafür gesorgt hatten, ab Januar 1933, dass die nicht mehr aktiv sein konnten. Jetzt will ich nicht sagen, das wiederholt sich, aber wir haben eine Dynamik, die ist gefährlich. Ja? Also diese aggressive Ablehnung, dieses die da, ja, die in der Politik, alles ganz schlimme Menschen, ich bringe jetzt gar nicht die Ausdrücke, Verschwörungstheorien, das kommt noch so dazu, das läuft ja direkt durch die Social Media. Die ersten Verschwörungstheorien haben eine riesen Resonanz, das hängt wieder mit der digitalen Kommunikation zusammen. Und dann eine Krise nach der anderen, mit denen sich zum Teil die demokratischen Staaten schwer tun.
Ja? Also wir wissen seit 2015, 16, dass da irgendwas mit der Migrationspolitik verändert werden muss. Aber die Frage ist, wie und wie macht man das europäisch? Jetzt sind wir so viele Jahre später, jetzt scheint sich was zu verändern, aber wir haben bis dahin im Grunde nichts getan. Auch die Klimawandelthematik zu spät, ja, zu wenig beherzt und jetzt manchmal ein bisschen verstolpert. Das heißt also auch die Bewältigung der großen Herausforderungen, wenn das Unzufriedenheit schafft, weil man den Eindruck hat, die kriegen es einfach nicht gebacken, dann entsteht wieder so ein Bodensatz von Ressentiment und Abwehr und das nutzen dann die Populisten aus. Also ich würde umgedreht sagen, wenn es so schwierig ist, wie es gegenwärtig ist, dann müssen wir gerade uns engagieren. Also zu sagen, das ist ja alles idealistisch und vergesst es doch und es ist doch sowieso gelaufen, das ist genau diese fatalistische Haltung, die zu 1933 geführt hat. Frau Dorn, ich würde da gerne auch Sie mit reinbringen in diese Diskussion. Sie haben vor Jahren mal in der Diskussion den Begriff der Leitzivilität eingebracht. Und ich würde gerne wissen, ob Sie ausgehend von diesem Begriff der Leitzivilität auch verstehen können, wie Zivilkultur funktionieren kann, wenn der Konsens nicht mehr so gegeben ist. Also wenn wir tatsächlich sehen, dass bestimmte Normen von vielen nicht mehr eingehalten werden. Also da müsste man sich, glaube ich, nochmal genauer anschauen, wie stark diese Veränderungen des Konsens in der Tiefe wirklich sind oder wie viel eben zum Beispiel sichtbar wird im Zeitalter von Social Media, wo man eben rassistische Posts, auf einmal sind es Posts und nicht mehr nur noch Sätze, die an Stammtischen geredet werden oder bei Feiern oder ich weiß nicht wo. Also wenn man sich jetzt diese fürchterliche Aiwanger-Affäre aus Bayern vor Augen führt, ich komme aus Frankfurt am Main, also aus Hessen, Hubert Aiwanger und ich sind ungefähr gleich alt, wenn ich mir irgendwie vor Augen führe, was da offenbar auch für ein Milieu in Teilen Bayerns in den 80er Jahren geherrscht hat, das, ich war fassungslos, wo ich dachte, also das hätte ich verortet als vielleicht irgendwie so frühe 60er, späte 50er, alte Bundesrepublik, wo gewisse Formen des Nazi-Jargons natürlich noch durch die ganze Gesellschaft gingen, aber dass zum Beispiel so ein Begriff wie Volksverräter in Bayern in den 80er Jahren offensichtlich noch irgendwie Urstände gefeiert hat, kam mir sehr sonderbar vor. Ich glaube, dass es so war, hatte also ein Segment der Wirklichkeit, von dem ich keine Ahnung hatte. Deshalb würde ich auch sagen, man muss schon mal fragen, also war das zum Beispiel in den 80ern in Bayern wirklich so viel besser oder anders als heute? So, also es ist, glaube ich, sehr viel einfach erstmal sichtbarer geworden. Aber ich denke schon, dass Sie natürlich vorhin einen dramatischen Schlüsselpunkt für Demokratien angesprochen haben. Hören wir jedem zu? Also wenn diese Frage, wen beteiligen wir? Und ich verfolge ziemlich genau, was in Israel passiert, was ja nun auch eine Demokratie in sehr, sehr gefährlichen Gewässern seit einer Weile ist. Und das Standardargument der Reaktionären, die jetzt die Regierung bilden und eben man mit sehr gutem Grund Sorge haben kann, dass das Ende der israelischen Demokratie sein könnte, was die vorhaben an Justizreform. In sämtlichen Talkshows, also immer, wenn man die hört, ist das Standardargument, aber wir sind demokratisch gewählt, wir haben die Mehrheit. Und das ist ja erstmal auch nicht falsch. Das heißt also, ich glaube, das gewöhne ich mir seit einer Weile an, ich glaube, man muss immer Demokratie und liberalen Rechtsstaat zusammen sagen. Also eine reine Demokratie ist noch keine Garantie für Zivilität. Der Garant für Zivilität ist auf der institutionellen, auf der Verfassungsebene, deshalb sind Länder ohne Verfassung besonders schwierig dran wie Israel, ist erstmal sind die Normen, die in unserer Verfassung oder in Deutschland im Grundgesetz festgeschrieben sind. Jetzt ist natürlich die riesige Preisfrage, wie kommen die beim Einzelnen an? Weil also so ein Konzept wie Verfassungspatriotismus ist eine schöne Idee, aber ganz ehrlich, wer liebt ein Grundgesetz? Also so, schwieriges Konzept. Das heißt, das muss ja irgendwie bei den einzelnen Leuten ankommen. Und ich glaube, das hat ganz viele Schichten. Sie haben den Begriff Stress jetzt mehrfach erwähnt. Ich glaube zum Beispiel, dass sowas wie eine grundsätzliche Zivilität, ich kann das auch erstmal noch weniger akademisch, einfach erstmal mit einer bestimmten Form von Freundlichkeit im Umgang miteinander, von Geduld, von Zuhören, von Offenheit. Jetzt überlegen wir mal selber, in was für Gemütsverfassungen sind wir imstande, freundlich, geduldig, offen zu sein. Ist das, wenn wir besonders gestresst sind? Überlegen Sie mal selber aus einem ganz kleinen Umfeld die Beispiele. Nein.
Das heißt, und damit will ich jetzt überhaupt nicht predigen, dass wir uns irgendwelche Achtsamkeitskurse und den ganzen Quatsch, der im Netz grassiert und wer meditieren will, soll meditieren, ist alles fein. Aber ich glaube, wir müssen Formen finden, ganz salopp gesagt, nicht die Nerven zu verlieren. Weil eben, deshalb bin ich auch eine so leidenschaftliche Gegnerin an allen Fronten von denen, die plötzlich Panik für Rationalität halten. Das war einer meiner Hauptargumente gegen Teile der Corona-Rhetorik der Offiziellen. Plötzlich zu sagen, Panik ist Rationalität, halte ich für eine Katastrophe. Deshalb bin ich auch, so bedrohlich der Klimawandel ist, ist für ganz schwierig, solche Sätze wie I want you to panic von Greta Thunberg quasi zur Ikone zu machen. Das können goldrichtige Anliegen sein, das will ich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht bewerten, aber die grundsätzliche Aufforderung zu sagen, Leute, ihr müsst jetzt bitte von morgens bis abends panisch sein, nur dann seid ihr wache Zeitgenossen. Das ist für Demokratie, also das öffnet Tür und Tor für Figuren, die sagen, wahrlich, glaubet mir, ich weiß, wo es lang geht, folget mir, um das Wort Führer zu vermeiden. Und also das ist, also das setzt eben so auf der allertiefsten Ebene, muss, glaube ich, jeder von uns auch selber anfangen, sich zu fragen, gibt es Möglichkeiten? Und das hat dann auch sicher, das fängt mit Erziehung, also das spielt alles rein. Also wie schafft man es, eine grundsätzliche, also die charakterlichen Voraussetzungen, um überhaupt sowas wie eine Leitzivilität leben zu können? Das ist, glaube ich, die allerunterste Ebene, auf der sowas mal anfängt. Aber eben ein gestresstes, gepanikte Ansammlung von Menschen wird nicht, also die können, das glaube ich sofort, was Sie beschrieben haben, wenn man auf einmal dann die wirklichen unmittelbaren Katastrophen quasi im Angesicht erlebt, glaube ich sofort, dass der Mensch zu wunderbaren Solidarleistungen imstande ist. Aber dieses ständige Beschalltwerden mit Katastrophenrhetorik rundherum, die man zum Teil, die irgendwie abstrakt bleibt, also eine medial vermittelte, dann weiß man nicht bei einzelnen Phänomenen, ist das jetzt schon, kommt die Katastrophe jetzt bei mir an oder ist es in Wahrheit was ganz anderes? Das ist auch sehr schwierig geworden, das auseinanderzuhalten. Aber also ich sehne mich manchmal danach zu sagen, aber das ist, ich arbeite ja auch für die Medien, wobei ich im Sektor Büchersendung ist da gewissermaßen einfach habe, wir müssen keine Panik verbreiten, um Aufmerksamkeit zu kriegen in der Büchersendung. Aber wo sind diejenigen Kräfte auch gerade in einem öffentlichen Diskurs, die einladen zu sagen, wir beschwichtigen nicht. Ich glaube auch, dass die Lage an vielen Fronten ökonomisch und so weiter weltpolitisch wirklich dramatisch ist, aber die sagen, es ist fast sowas wie demokratische Bürgerpflicht zu versuchen, erstmal die Nerven, so wie ich in wirklichen Katastrophen plötzlich zu unglaublich großzügigen und solidarischen Akten imstande bin, zu sagen, in diesem ganz normalen, merkwürdig zerfaserten, hektischen, immer gereizteren Alltag zu überlegen, wie kann ich da versuchen, wieder ein bisschen was von dieser Menschenfreundlichkeit, die ich in solchen Krisensituationen habe, mir im Alltag zu retten. Also quasi statt einem Panic Room, ein No-Panic Room, den wir brauchen. Ist nur die Frage, wie finden wir den? Würde ich gerne von Ihnen beiden wissen, Herr Professor Niederrimmel, Sie wollten direkt drauf eingehen. Also es passt so gut und in der Analyse ist da völlige Übereinstimmung. Aber die Frage ist, was das genau dann bedeutet. Also Sie haben es zum Schluss ein bisschen angedeutet. Das bedeutet, glaube ich, doch eine Veränderung. Also wenn wir zum Ergebnis kommen, die Demokratie ist in schweren Krisenzeiten gefährdet. Und da gibt es so viele historische Beispiele dafür. Und die Leute haben den Eindruck, sie stolpern von einer Krise in die nächste. Und die mediale Begleitung lautet, das ist alles, wir steuern auf eine absolute Katastrophe zu. Also da ist auch die Klimawandelthematik hochinteressant. Die Wissenschaft hat vergeblich, im Grunde seit den 80er Jahren, immer wieder gewarnt. Politik hat nicht so richtig reagiert. Man waren die ganzen von teilweise der Ölindustrie geförderten Brain Trusts da in den USA, die haben dann da so Gegengeschichten, Kampagnen und so. Und dann hat die Wissenschaft immer noch eins drüber gesetzt. Ja, 2 vor 12 und eigentlich wären wir schon längst nach 12 und die Katastrophe ist absolut sicher und so. Und dann kommt immer noch was drauf, da könnte ich ein paar Beispiele bringen, die auch zeigen, wie irre da zum Teil argumentiert wird, damit endlich sich was bewegt. Ja, das ist verständlich. Aber das Ergebnis ist jetzt, dass die Leute sagen, viele sagen das, die Katastrophe ist sowieso nicht mehr aufzuhalten und viele sind auch völlig da sozusagen gehemmt, handlungsgehemmt. Auf manchen Podien höre ich, dass Eltern sagen, naja, unsere Kinder werden ja nicht sehr alt werden wegen der Klimakatastrophe. Ja, die werden nicht so alt werden wie wir, die werden viel früher sterben. Ja, um Himmels Willen, das ist eine Apokalyptik,
die auch keine sachlichen Grundlagen hat und die am Ende dazu führt, dass die Menschen dann fatalistisch den Eindruck haben, naja, warum sollen wir denn noch die Dinge gestalten? Hilft sowieso nichts, es ist sowieso schief gegangen. Warum soll ich mich noch engagieren? Und dann ist es fast egal, in welcher Form die Politik dann voranschreitet. Ja? Und das gefährdet dann die Demokratie. Also ich will es nochmal anders formulieren, wenn ich kurz darf. Also die Demokratie beruht auf einem doppelten Optimismus. Erstens mal, dass die Leute hinreichende Urteilskraft haben. Ich meine, irgendwie vertrauen wir ja der Bürgerschaft, dass sie immer mal wieder die Richtungsentscheidungen vernünftig vornimmt. Das ist das eine. Und der zweite Optimismus ist, dass wir, wenn wir das gemeinsam gestalten, unsere Lebensbedingungen verbessern können. Ja? Wenn beides den Bach runtergeht, dann ist die Demokratie nicht zu retten. Frau Staatsministerin, wollten Sie auch direkt noch auf dieses Plädoyer vielleicht eingehen, was den No-Panic-Room angeht? Ja, da bin ich absolut dabei. Also ich mache sehr viel Unterricht auch in Schulen, um einfach mit Schülerinnen und Schülern im Gespräch zu kommen. Das ist auch manchmal so ein Klischee. Politiker wissen ja nicht, was die Leute sagen. Also ich weiß es nicht. Das trifft auf den vorne angezeigten Ministerpräsidenten genauso zu wie für mich. Wir sind ununterbrochen mit Menschen zusammen, die uns auch die Meinung geigen, wie man so schön sagt, und zwar mit aller Deutlichkeit. Und wenn man in Schulklassen ist, dann spürt man, dass die Kinder und Jugendlichen teilweise wirklich panisch sind, weil sie eben sagen, wir können es sowieso nicht mehr ändern. Dann kommt eine Katastrophe, die man ja weltweit heute auch sehr nah erlebt, zusammen. Und deswegen ist es doch umso wichtiger, dass wir als Politiker mit all unseren entsprechenden Gremien Lösungen anbieten, dass wir sagen, was wir tun können und nicht nur auf der abgehobenen Ebene, was kann der Bund, was kann die EU, was kann das Land tun, sondern bis in die Schulen hinein. Auch Schulen können initiativ sein, um Klimawandel zu gestalten, um dort was zu tun. Und wenn ich was tue, das merkt man ja bei Ihnen, der Ehrenamtliche, Sie haben es ja vorhin so schön ausgeführt, Ehrenamtliche haben ein viel höheres Zutrauen in die Demokratie und in die Politik im Übrigen auch, als jemand, der da nichts tut. Das beflügelt mich auch wieder in dem Gefühl, ich habe was getan, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Also das ist das, was ich glaube, was wir tun können, eben auch als Politik, dass wir Lösungen anbieten. Was die Prozesse betrifft, da gibt es ja immer wieder die Beteiligungsverfahren, über die wir vorhin gesprochen haben. Wir haben in Sachsen viel ausprobiert. Wir haben auch die Bürgerräte instrumentalisiert und haben gesagt, guckt es euch mal an, was hättet ihr denn ausgewählte Bürger, die dann sagen, wie sie zu den unterschiedlichen Themen stehen. Und da kommen die auch zu keinem anderen Ergebnis als jetzt ein Gemeinderat, ein Stadtrat, ein Kreistag oder eben auch ein Landtag. Weil die Probleme sind überall die gleichen. Und wenn sie dann von uns aber die Antwort bekommen, dass es an der oder der Stelle keine Lösung gibt, sind sie genau so verzweifelt wie der Gemeinderat. Und ich glaube, dass das eher demokratiefeindlich ist. Wir müssen Spielräume ermöglichen, dass Politik handeln kann. Und dazu gehört auch eine Fehlerkultur. Man muss auch Fehler machen dürfen, auch als Politikerinnen und Politiker oder als Gemeinderat, wenn man sagt, wir haben in der Zeit, in der wir gehandelt haben, das Beste getan, was wir konnten in dieser Zeit. Und das ist auch so ein Thema, dass heute eine Abrechnungskultur da ist, die ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Und auch das führt dazu, dass vielleicht nur noch Juristen Politiker werden, weil die sich erst mal 20 Mal in ihrem eigenen Rechtsverständnis absichern, bevor sie Entscheidungen treffen. Und das führt nicht zum Befördern der Demokratie bei. Und das sind alles Dinge, die wir tun können. Ich versuche immer wieder zu sagen, was eben auf den Ebenen zu machen ist, um von dem Theoretischen ins Praktische zu kommen, um einfach die Möglichkeiten zu nennen, die sind vielfältig. Und wenn wir das gemeinsam wollen, dann schaffen wir das auch. Wenn ich da direkt drauf eingehen darf, können Sie verstehen, wenn Menschen sich von der Politik abwenden und sich nicht mehr engagieren wollen, wenn es gerade so Probleme gibt, wie jetzt auch bei Ihnen im Ministerium offenkundig geworden sind mit den Fördergeldern, also dass es eine zu starke Nähe eben gab von denjenigen, die die Gelder vergeben haben und denjenigen, die die bekommen haben, wo jetzt von korruptionsgefährdeten Strukturen gesprochen wird. Können Sie verstehen, wenn da Leute sagen, naja, wenn selbst die Berufspolitiker so drauf sind, damit will ich gar nichts zu tun haben, da gehe ich gar nicht rein, da will ich mich nicht mit beteiligen, so. Absolut. Und deswegen ist es so schürflich, wenn die Berichterstattung in dieser Art und Weise eben stattfinden, bevor überhaupt ein Bericht veröffentlicht ist. Es ist ja noch ein internes Papier, was dort zutage betrifft. Mhm. Und die Quintessenz ist, dass wir ein Fördermittelprogramm gesetzt haben 2015, wo es in Sachsen gerade für das Thema Integration außerdem Bundesmitteln gar keine Landesstrukturen gegeben hat. Wir haben dort schnell reagiert, Bürgermeister haben angerufen. Ich erinnere mich, wir sind hier in der Leipziger Region, an die Bürgermeisterin von Böhlen, den Ort kennen hier die meisten, wo die gesagt hat, abends 19 Uhr standen 300 Geflüchtete vor einem leeren Hotel. Was haben wir denn gemacht?
sofort gehandelt. Wir haben dort Strukturen geschaffen, dass die Menschen betreut werden, dass sie ihr Essen bekommen, dass in der Gemeinde Bürger informiert werden, was da gerade passiert. Das haben wir gemacht. Wenn das korruptionsgefährdende Strukturen sind, sag's mal so, dann bin ich falsch am Platz. Weil genau dort habe ich gehandelt, wo es notwendig war. Nun kann man das 8 Jahre später anders sehen und kann sagen, das hättet ihr nicht, tut man ja auch, der Rechnungshof ganz speziell, aber man kann sich dagegen eben auch wehren. Und das haben wir gemacht mit einer Gegenstellungnahme. Und insofern muss man eben auch klug überlegen, was man da berichtet. Weil genau der Effekt, und davor habe ich wirklich Respekt, weil bei Bürgern dann da ist, dass sie sagen, ne, guckt doch euch mal an, die machen ja alles nur in ihren eigenen Gremien, in ihren eigenen Organisationen. Ich gebe es zu, also einen AfD-Antrag hatte ich in der Zeit nicht, wo man sich um Integration kümmern wollte. Das ist so gewesen, ist auch heute noch so übrigens. Also insofern glaube ich, dass man dort oft sehr, sehr vorsichtig sein muss in der Berichterstattung und in dem, was man macht. Und wenn man eine Fördermittelrichtlinie an 1, 2 Punkten anders angewendet hat, als es heute zu sehen ist, dann sagt man, dann wird sie geändert, was wir auch längst getan haben, und dann ist die korrigiert. Auch das meine ich mit Fehlerkultur. Es kann aber trotzdem sein, dass das viele Leute natürlich frustriert und denen das Gefühl vermittelt, so will ich nicht, dass es läuft, und dass sie sich dann nicht im Zweifel von der Partei abwenden, sondern von der Demokratie auch abwenden. Das sehen wir ja häufig auch in Umfragen, dass Leute das vermengen miteinander. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ausschließen kann man das nicht, wenn Fehler so aufgearbeitet werden. Deswegen gehen wir ja auch in die Offensive, klären auf, sagen, was wirklich gewesen ist, wie die Situation gewesen ist, und haben natürlich auch Konsequenzen gezogen. Auch das ist ja öffentlich geworden, dass der zuständige Staatssekretär in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden ist. Ja. Also das ist nicht so, das wollte ich auch nicht stehen lassen, dass man das Gefühl hat, dass Politik dann nicht handelt und sagt, okay, das wischen wir weg. Das mache ich auch nicht, aber man muss alles an der Stelle lassen, wo sie steht. Ich würde noch gerne eingehen wollen auf diesen Punkt, was Sie vorhin beschrieben haben, dieses schnelle Handeln oder handeln können, und das jetzt auch wieder sozusagen die anderen mit einschließen in diese Diskussion. Wir erleben ja zunehmend, also Bürgermeisterinnen und Bürgermeister spiegeln das uns auch ja sehr klar, dass sie sagen, das sind eigentlich Stapelkrisen, mit denen wir es zu tun haben in den Kommunen. Also ganz konkret zum Beispiel, man möchte eine neue Schule bauen. Man darf aber die Fläche nicht versiegeln. Das heißt, die Lösung wird eigentlich verunmöglicht durch die Lösung einer anderen Krise, nämlich der Klimakrise. Deshalb darf man dort keine Schule bauen. Wie will man in so einer Situation Menschen motivieren und ihnen sagen, engagiert euch mehr in der Kommunalpolitik? Also ich sage es nochmal, das eine war die finanzielle Ausstattung, die andere ist tatsächlich, dass wenn ich Gesetze beschließe, ob die in Dresden sind, in Berlin oder in Brüssel, muss ich wissen, was unten ankommt. Was macht das vor Ort mit den einzelnen Möglichkeiten? Und genau dieses Reflektieren, das spüre ich in vielen Bereichen nicht. Nehmen wir ein Gesetz, was in Berlin verabschiedet worden ist, das ist die Eingliederungshilfe, klingt so ein bisschen technisch wieder, ist aber ein Gesetz, wo man Menschen mit einer Beeinträchtigung mehr Möglichkeiten schaffen will. Das ist okay, aber man hat nicht durchdekliniert, wie die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt. Und das hat in den Landkreisen zu erheblichen Kostensteigerungen geführt. Und deswegen sage ich, so viel Ehrlichkeit muss da sein, dass man, wenn man ein Gesetz beschließt, sagt, wir haben dort einen Mehrkostenaufwand und der wird getragen durch den und den und den Partner. Und genau dieses passiert nicht. Und deswegen passiert das, was Sie geschildert haben, dass ich dann plötzlich Gesetze aufeinander gebaut habe und nicht mehr weiß, was das unten bedeutet. Wenn eine Kommune von Anfang an weiß, wenn sie Flächen versiegelt, nun war ich ja auch Bürgermeisterin, ich habe immer in meinem Flächennutzungsplan Flächen zur Seite gelegt, wo ich gesagt habe, dort kann ich Ausgleich betreiben, da kann ich Ausgleichsflächen schaffen. Und wenn ich das habe, kann ich mit so einem Gesetz auch umgehen. Und deswegen braucht es diese Komplexität, die eigentlich Gesetze miteinander auslösen, diese konkrete Handlungsweise vor Ort. Und deswegen ist es manchmal auch so ein bisschen eine Ausrede, wenn man sagt, man weiß nicht, was da getan wird, und in vielen Fällen, ich kenne viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die genau das abwägen können und diese Voraussetzung dafür schaffen. Würden Sie beide zustimmen? Naja, die Aushandlung eines Kompromisses ist das Wesen von Demokratie. Und sollte es quasi Gesetzespyramiden geben, die das verhindern, weil plötzlich einzelne Gesetze eine Sache absolut setzen, wo eben nicht mehr, also ich kenne mich jetzt mit diesen konkreten Problemen nicht aus. In Berlin haben wir andere Probleme, und zwar genug davon, aber ich fange jetzt nicht an, von der Berliner Verkehrspolitik zu reden, dann ist der Abend rum. Also wenn es sowas gibt, dass auf einmal eins so dogmatisch wird, dass man sagt, naja, da muss jetzt Bildungspolitik, Schulbau, Wohnungsbau, sonst wie Politik,
Das ist natürlich, das ist schwierig für eine Demokratie. Und da ich aber keine Expertin für kommunale Politik bin, kann ich jetzt nicht sagen, ob das, also wie viel schlimmer als früher das ist, was sich da genau verändert hat, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin für so eine Frage. Also ich glaube, diese Diagnose, die kommt da aus der politischen Erfahrung jetzt hier unmittelbar, die ist absolut ernst zu nehmen, weil man hat ja den Eindruck, dass die Kommunen, wo ja die Leute, die dort aktiv sind, das sind ja diejenigen, von denen die Demokratie vor Ort lebt. Ja. Und wenn da querbeet, nicht nur von einer politischen Richtung, sondern querbeet zu hören ist, wir haben immer weniger Handlungsspielräume. Wir sind durch Regularien in unserem Aktionsspielraum so stark eingeschränkt, dass wir eigentlich die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, die uns gewählt haben, ja gar nicht mehr erfüllen können. Weil die Erwartung ist ja immer, das haben wir diskutiert, das waren die Ziele und das wird sich ändern. Und dann stellt sich heraus, es lässt sich ja fast nichts mehr frei gestalten. Das hängt natürlich ein bisschen von der Kommune ab, in der man sich befindet. Also ich war ja in der Landeshauptstadt München tätig und da waren wirklich die Spielräume noch sehr groß damals. Aber damals gab es auch schon Kommunen, die sagten, wir haben im Grunde überhaupt keine Spielräume mehr, weil alles Pflichtaufgaben sind, keine freiwilligen Aufgaben der Kommunen. Und dann ist übrigens Kultur freiwillige Aufgabe der Kommunen. Ja? Und dann sagt man, na gut, da können wir ja sparen. Also wenn es im Zweifelsfall mal Geld braucht, dann geht das am Ende zu Lasten der Kultur. Also die Diagnose kann man nur zustimmen, weil die ja auch aus ihrer Erfahrung ist. Trotzdem würde ich mal doch ein bisschen sagen, wo bleibt das Positive? Ja, das Positive ist, wir haben eine vergleichsweise vitale kommunale Demokratie in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Welt. Wir haben immer noch erstaunlich viele Menschen, die in diesen Räten sich engagieren. Und ich überlege mir, wie wir das stärker aktivieren können, dieses Potenzial. Und dazu gehört eben der Austausch zwischen Verwaltung, Kommunen nochmal, sind eine Verwaltungseinheit streng genommen. Das wird überpolitisiert, ist auch ein eigenes Thema. Ich halte diese Überpolitisierung für schlecht in den Kommunen. Das ist eine Verwaltungseinheit und die soll aber, das ist eine Entwicklung auch in der Gesetzgebung seit den 90er Jahren, jetzt nicht mehr nur ausführendes Organ sein von denen, die oben Politik machen, sondern soll eben eigenverantwortlich die Dinge entwickeln und das geht nur im Austausch mit der Bürgerschaft. Und das wieder zu vitalisieren, glaube ich, ist ganz wesentlich. Und wenn wir das vielleicht auch wirklich mal konkret machen, Sie schreiben ja in Ihrer Studie, dass es in der kommunalen Demokratie um die kollektive Selbstbestimmung der Gleichen und Freien geht. Sind die Menschen überhaupt gleich, wenn einige einfach wahnsinnig viel mehr arbeiten müssen, Care-Arbeit leisten müssen und im Zweifel sich nicht noch in der Freizeit beteiligen können? Weil in der Studie sagen fast, also ich glaube über 60%, dass sie für eine stärkere finanzielle Entlastung von Frauen sind, damit diese Frauen sich engagieren können in der Kommunalpolitik. Und wir sehen in der Kommunalpolitik, dass sich eben sehr, sehr wenige Frauen engagieren. Also müsste man da nicht viel, viel struktureller ansetzen und sagen, wir müssen Frauen erstmal entlasten, damit sie sich auch engagieren können in der Kommunalpolitik? Also ist völlig klar, wir haben in der Kultur und in der Wirtschaft massive Ungleichheiten aller möglichen Arten. Sie haben eine genannt, es gibt natürlich auch andere Ungleichheiten, es gibt das, was manche strukturellen Rassismus nennen und so weiter. Und wenn ich von Freien und Gleichen spreche, dann ist es im Status der Bürgerin oder des Bürgers, ja. Wir haben Abhängigkeitsverhältnisse in jedem Unternehmen. Da gibt es Weisungsbefugnis und Weisungsunterstellung. Und das werden wir auch nicht abschaffen. Ja? Das wäre eine anarchistische Utopie. Aber die Begegnung im wechselseitigen Respekt auf Augenhöhe, das ist ein wesentlicher Teil der Zivilkultur. Und Sie haben völlig recht, da muss man auch die Bedingungen, Bildung ist ein Teil zum Beispiel, ja, inklusive Bildung, ich meine jetzt nicht im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen, sondern Inklusion im Sinne dessen, dass wir nicht frühzeitig separieren und in einzelne Kästchen stecken und die Leute können dann sich nicht mehr miteinander verständigen, weil sie ganz andere Bildungshintergründe haben. Sozialstaatlichkeit im Sinne eines Mindestanspruchs auf menschenwürdiges Leben, auch unter erschwerten Bedingungen. Das sind Bedingungen der Begegnung als Gleiche und Freie im öffentlichen Raum, in der Politik. Aber man muss das schon separieren. Ja? Das eine ist die Rolle als Bürgerin und Bürger, wenn ich mich zum Beispiel in irgendeiner Initiative engagiere oder wenn ich in Rat kandidiere und so. Zähle ich da nur etwas als Mitglied einer Gemeinschaft oder zähle ich als Person gleich?
Und das andere ist, dass wir natürlich in der Ökonomie, im sozialen Leben, in der Kultur eine Menge Ungleichheitsstrukturen haben. Ja, und in der Umfrage geben eben sehr viele Leute an auf die Frage, warum beteiligen sie sich eigentlich nicht mehr? Keine Zeit. So, also weil eben so viele andere Dinge, Care-Arbeit und Arbeit anstehen. Frau Staatsministerin, ich würde das gerne von Ihnen auch wissen. Sie sind ja die bislang einzige Landrätin gewesen in Sachsen. Stimmt das? Nee. Ach so, das hat mir Ihr Kollege so gesagt. Dann war das eine falsche Information. Also ich war die einzige Landrätin der SPD. Ah, der SPD, okay, gut. Aber es gab auch nicht so sehr viele Frauen, nämlich 5 in 30 Jahren. Aber das Problem ist ja trotzdem, dass wir zu wenige Frauen in der Kommunalpolitik haben. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, haben Sie einen konkreten Vorschlag, was wir machen können? Also damit auch tatsächlich Frauen sich mehr engagieren. Na, auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt die praktische Arbeit wieder angucke vor Ort, eines Gemeinderates, der tagt einmal im Monat 19 Uhr. 19 Uhr ist eine Zeit, wo ich meine Familie, meine Kinder ins Bett bringe, Hausaufgaben noch mache oder ähnliches. Ist einfach eine Zeit. Das würde ich nicht mal für Frauen alleine gelten lassen, weil wir da auch wirklich einen Wandel in der Gesellschaft feststellen können, die für Zeit für eine Frau einfach hier nicht möglich ist. Und deswegen hat in der Corona-Zeit, wo sehr viel digital gemacht worden ist, ist zum Beispiel, wo Digitalisierung auch mal positiv sein kann, da konnten die Frauen tatsächlich mitwirken. Und da haben wir auch tatsächlich einen Zuwachs bemerkt an gesellschaftlichen Gremien, dass Frauen während noch Schalter dann tatsächlich dabei waren. Und das ist so eine Möglichkeit, die ich schaffen kann. Ich kann aber genauso gut Zeiten einrichten für Gemeinderatssitzungen, die eben familienfreundlich sind. Ich habe das gerne gemacht zu einem Zeitpunkt, wo man eben wusste, das sind die Kinder, man kann die mitbringen, man kann die in einem separaten Raum betreuen lassen und kann dann eben dahin kommen, dass ich diese Möglichkeiten überhaupt schaffe. Und das trifft inzwischen für Männer und Frauen zu, wo dieses Thema da ist. Da wird niemand mehr schräg angeguckt, wenn er sein Kind mitbringt zu einer Sitzung. Und das sind so neue Formen, die gehen. Und das Dritte ist, das habe ich zumindest immer allen Frauen mit auf den Weg gegeben, man darf sich auch in bestimmten Punkten mal zurücknehmen. Also ich muss nicht ununterbrochen jeden Tag 14 Stunden auch als Bürgermeisterin oder Landrätin unterwegs sein. Ich habe oft gesagt, wenn die Nachbarn an den Gartenzaun kamen und sagen, bei mir liegt eine tote Katze im Garten, das sind ja so die Probleme. Dann habe ich gesagt, die liegt aber Montag auch noch, wenn das Sonntag war. Ja, dann können wir das Montag klären. Also das sind nochmal Dinge, wo man einfach sagen muss, man muss dann einfach mal Probleme abschichten. Das macht man natürlich nicht, wenn es ein Feuer gibt oder ähnliches. Aber es gibt jede Menge Situationen, wo man Zeit einteilen darf. Vielleicht noch was zur was Nettes. Ich hatte sehr häufig, als ich anfing als Bürgermeisterin, freitags nachmittags 15 Uhr eine außerordentliche Sitzung. Und da habe ich mich gefragt, warum Freitagsnachmittag 15 Uhr? Da muss ich auch mal einkaufen gehen. Irgendwann muss man das ja auch erledigen. Entschuldigung, liebe Herren, aber das war schon manchmal so, dass die Männer sagten, da muss ich es nicht machen, da muss es meine Frau zu Hause machen. Es war ein beliebter Termin. Den habe ich abgeschafft. Und jeder wusste in Großpüssner, wo ich Bürgermeisterin war, freitagsnachmittags 15 Uhr brauchst du keinen Termin machen bei ihr. Sehr konkreter Rat jetzt noch am Ende. Vielen, vielen Dank. Ich würde so langsam dann die Diskussion noch öffnen, dass Sie sich beteiligen können. Wir haben ein Saalmikrofon. Sie können dann gerne sich melden und wir würden die Frage dann direkt hier auf dem Podium diskutieren. Hier vorne ist direkt einer in der zweiten Reihe. Darf ich? Der Trennung von Religion und Staat im Europäischen muss folgen, die Trennung vom Glauben im Islam und dem politischen Islam. Glaube ist frei. Der Kafir, der Apostat, der Märtyrer, Dschihad, Scharia gehören nicht zum Glauben und sind zu definieren, zu interpretieren, was sie in unserer Gesellschaft, die der Herr Niederrömelin hier definiert hat oder dargestellt hat, wie das vereinbar ist. Wenn Sie muslimisch geprägten, humanistische Werte vermitteln. Sie müssen auch eine Frage stellen. Ja, sofort. Humanistische Werte vermitteln. Müssen Sie zuerst die Werte des politischen Islam entwerten. Was Sie entwerten, müssen Sie vorher vom Glauben trennen, sonst wird es dem Ahmed schwindelig und der Otto versteht nur Bahnhof. Was ist Ihre Frage? Warum bringen konkret? Sie diese Thematik nicht in den öffentlichen Diskurs? Danke. Ja, soll ich versuchen zu antworten? Also es ist ein wichtiges Thema, ja? Abendfüllendes Thema, da müssen wir im Grunde neu nochmal drüber diskutieren. Es gibt ja berühmte Denker, wie zum Beispiel Habermas, die von einer postsäkularen Gesellschaft noch vor ein paar Jahren gesprochen haben, die gesagt haben, das ist jetzt mal vorbei, ja? Die Zeit der säkularen Gesellschaft, wir kommen jetzt doch wieder zu einer Klerikalisierung und die Aufwertung der Religion. Also was Deutschland angeht, ist es nicht eingetreten. Wir haben weiterhin einen Schwund
der Religionsgemeinschaften. Und wir haben auch keinen Anstieg der islamistisch-fundamentalistischen Gruppen insgesamt. Natürlich durch Einwanderung kommen immer wieder solche Gruppen ins Land, aber insgesamt kann man das nicht beobachten. Da gibt es auch empirische Daten dazu. Das Problem ist allerdings im globalen Maßstab und teilweise auch in Deutschland sehr ernst zu nehmen. Und was ist genau das Problem? Das Problem ist, das, was ich angedeutet habe mit Thomas Hobbes, das Problem ist die Vereinbarkeit von Religion und demokratischem Staat. Ja, ich sage demokratischem Staat. Hobbes sagt Staatlichkeit generell. Und jetzt, glaube ich, brauchen wir, das gehört zur Kultur, zur Zivilkultur und zum Respekt dazu, brauchen wir eine Haltung des Respekts. Ich bin selber eine areligiös, will ich gleich dazu sagen, ja. Zähle mich zu keiner Religionsgemeinschaft. Aber ich denke, wir sollten einen Respekt haben gegenüber diesen Glaubensgemeinschaften, Glaubenshaltungen der Menschen, die mehr oder weniger stark religiös sind. Wenn ich so von dem Islam sprechen höre, Sie haben ja unterschieden zwischen politischem Islam, ja, dem Islam sprechen höre, dann sehe ich das immer schon problematisch. Erstmal gibt es das so nicht, es gibt keine Kirche, es gibt ganz unterschiedliche Richtungen, Aleviten gehören dazu oder vielleicht auch nicht und so weiter. Und vor allem diese Entwertung oder Abwertung, die dann damit oft verbunden ist, so anti-islamische Haltungen, die gefallen mir überhaupt nicht. Übrigens gilt auch für den Katholizismus. Da können Sie sich vorstellen, dass mir vieles sehr unsympathisch ist, was in der katholischen Kirche da so abläuft. Aber wenn dann auf den Katholizismus in toto geschimpft wird, dann ist das ebenfalls eine Form von Abwertung, die viele Menschen verletzt, die sich als katholisch fühlen, die vielleicht auch hadern mit ihrer Kirche, aber die nicht so behandelt werden sollen. Deswegen ist das Thema so unglaublich heikel. Stichwort Islamverbrennungen, ja? Koranverbrennungen. Ja? Das ist eine völlig unnötige Provokation von Glaubensgemeinschaften. Jetzt kommt das Aber, und ich habe es ja im Grunde vorgetragen an einem Beispiel, wenn Sie, Sie haben mal zugehört, haben das mitbekommen. Wenn, ich rede gar nicht vom politischen Islam, sondern wenn mit bestimmten Religionsgemeinschaften Lebensformen verbunden sind, die im Konflikt stehen zur Freiheit und Gleichheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau, dann ist das ein Thema. Dann ist das nicht irrelevant, ist nicht lediglich Privatsache. Ja? Wir wollen, dass unsere Kinder und Jugendlichen aufwachsen auf der Grundlage dieser humanistischen Werte und Normen, die die Demokratie und die Menschenrechte tragen. Jetzt sage ich ja nicht, dass die, die so leben oder so denken oder so fühlen, in diesem Staat nicht leben dürfen. Ja? Das sage ich nicht. Aber dass wir dann hier Bildungsanstrengungen unternehmen müssen, das auch thematisieren müssen, dass in den öffentlichen Schulen bestimmte Standards gelten, die niemand unterlaufen darf, das ist ganz wesentlich. Wo genau die Grenzen sind, ist nicht so einfach zu bestimmen. Ja. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Hier vorne ist eine und da hinten auch noch eine. Ich weiß nicht, haben wir zwei Mikrofone? Ja, dann zuerst die hier und dann danach dort. Mein Name ist Schreiber. Ich bin Juristenmediator, arbeite in einer Streitbeilegungsstelle hier in Leipzig und habe eine Frage an Frau Köpping. Es gibt einen Streit um den Flughafen in Leipzig, war ja auch schon Gegenstand im Landtag. Die Frage ist, ob es nicht auch bei dem Flughafen in Leipzig so ein institutionalisiertes Mediationsverfahren durchgeführt werden kann, wie beim Flughafen in Frankfurt am Main. Und noch eine Anmerkung zu Herrn Niederrübelin. Ich habe ein bisschen vermisst den Bezug auf die klassische deutsche Philosophie, insbesondere den deutschen Idealismus, also Philosophie um 1800, Fichte, Hegel insbesondere, die ja gerade diese Frage Streit, These, Antithese, Synthese, wie kann man unterschiedliche Interessen miteinander verbinden, ja thematisieren und vielleicht wäre da ein Bezug zum deutschen Idealismus ganz gut, um auch das theoretische Fundament etwas zu stärken. Ja. Dankeschön. Ja, zur ersten Frage, Flughafen. Leipzig war ja selber als Landrätin damals im Aufsichtsrat im Flughafen, kenne also den Streit schon sehr, sehr lange.
Und ich finde, dass jede Möglichkeit genutzt werden sollte, um dort die unterschiedlichen Parteien näher zueinander zu bringen und nach Lösungen zu suchen. Es gibt ja mittlerweile Zwischenlösungen, die reichen noch nicht, aber dass man dort so ein Instrument der Mediation nutzt, bin ich absolut dafür. Aber das müssen natürlich die Akteure vor Ort, die Stadt Leipzig, der Aufsichtsrat mit den betroffenen Bürgern gemeinsam aushandeln. Auch das ist wieder so ein Aushandlungsprozess. Da kann ich mich jetzt als Ministerin in Dresden nicht hinstellen und sagen, mach das jetzt. Das müssen die Partner miteinander aushandeln. Aber meine persönliche Meinung ist, dass es ein guter Weg wäre. Soll ich noch kurz auf diese Frage antworten? Wenn Sie mögen, ja. Ja, wir haben sonst gerne. Auch noch weitere Fragen im Raum. Ich wurde ja jetzt gerade belehrt, was ich alles ausgelassen habe. Ich kann Ihnen noch eine lange Liste geben, was ich alles auch noch ausgelassen habe. Zum Beispiel Immanuel Kant, der meistens nicht zum deutschen Idealismus zählt, sondern sozusagen davor ist. Der spielt eine sehr wichtige Rolle, sehr kritisch auch von mir gesehen, aber in vielen ganz zentrale Rolle. Zum Beispiel diese schöne Schrift von 1795 zum ewigen Frieden, die auch demokratietheoretisch hochinteressant ist. Aber das war jetzt natürlich nicht der Sinn dieser kurzen Vorstellung, das im Einzelnen auszuführen. Aber wenn Sie mich schon persönlich ansprechen, also gerade mit Hegel habe ich so meine Probleme. Aus verschiedenen Gründen, aber das können wir mal bilateral besprechen. Ich glaube auch, dass die Rolle von Hegel in der Frankfurter Schule mehr Unheil gestiftet hat, als geholfen hat. Aber gut. Dann war hier vorne, glaube ich, noch eine Frage. Ja, Julia Kiefner, Herr Niederrümelin, mich würde noch interessieren, also Sie haben jetzt die Demokratie als im Wesentlichen hervorgegangen aus politischen Theorien, Staatstheorien dargelegt, im Wesentlichen ja Denker des 17. und 18. Jahrhunderts. Würden Sie auf abstrakter Ebene sagen, dass vielleicht unsere Demokratie heute, also dass es einfach einer guten neuen Idee bedürfte und dass sie eventuell einfach sozusagen einen linearen Weg weitergeht und wir vielleicht noch gar nicht am Ende der Weisheit angekommen sind, sondern dass es sich weiterentwickeln wird? Ja, also die Antwort ist eigentlich ja. Und sagen wir mal, dass mein Hauptthema der letzten Jahre, 2016 auch bei SUKAM, nochmal belegt, humanistische Reflexion, ist genau das. Das humanistische Fundament muss erneuert werden. Wir können nicht immer wieder mit denselben Formeln agieren, sondern wir müssen uns schon sehr genau überlegen, was ist das eigentlich, was wir da vertreten. Deswegen eine Erneuerung des humanistischen Denkens ist, glaube ich, Teil der Stabilisierung der Demokratie. Also insofern haben Sie da genau den Finger auf eine Wunde gelegt. Ich meine, es ist ja schön, die Klassiker, die ich auch zum Teil genannt habe, haben ganz wichtige Impulse gegeben für die Richtung der Entwicklung. Also ich wollte nicht sagen, also französische Revolution, es hätte vielleicht eine Revolution gegeben, aber mit diesen konkreten Inhalten, so wie die Revolutionäre sich das vorgestellt haben, die Rolle der Republik-Idee, das war ohne Rousseau wirklich nicht denkbar. Ja, auch die kommunistischen Entwicklungen in Russland, Sowjetunion oder China sind ohne theoretischen Unterbau so nicht denkbar. Ja, das sind ganz spezifische Entwicklungen, die sehr stark von der Theorie beeinflusst sind. Das habe ich so ein bisschen gesagt, weil die Theorieskepsis bei Ihnen so ein bisschen anklang. Ja, die Theorie spielt eine wichtige Rolle und in manchen Fällen eine verheerende Rolle. Deswegen ist es sinnvoll, sich damit eben kritisch auseinanderzusetzen. Ja, in der Tat, ich glaube, wir müssen über diese normativen Grundlagen von Menschenrechten und Demokratie neu verhandeln. Weil da ist manches ins Rutschen gekommen, auch durch Poststrukturalismus, Postmoderne. Ich meine, wenn es kein Subjekt gibt, das Verantwortung hat, was macht man denn dann mit den ganzen, haben Sie auch indirekt vorhin angesprochen, ja? Was macht man denn dann mit all diesen Vorstellungen? Ja? Denn es ist ja eine weit verbreitete Auffassung. Auch zum Teil nicht nur aus der digitalen Transformation, sondern auch aus der Neurowissenschaft, die vermeintlich bewiesen hat, ja, dass es keine Freiheit und damit auch keine Verantwortung geben kann. Und unter diesem sozusagen Druck des Antihumanismus, der in verschiedenen Wellen immer wieder kommt, ja, das, was man so manchmal jetzt gegenwärtig so erlebt, ist so die Vorstellung, naja, wir können das doch alles vergessen, wir erfinden jetzt alles neu, wir schaffen den Menschen neu mit so Mensch-Maschinen-Mischwesen und so viele schöne Hollywood-Filme unterstützen noch diese Visionen, ja, dann bricht uns das ganze humanistische Fundament unseres Selbstbilds von Menschenrechten, aber auch von Demokratie weg. Ja, deswegen, glaube ich, muss man das erneuern.
Aber das wäre ein weiteres großes Thema für die Stiftung. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe hier gerade noch eben eine Frage gesehen. Es gibt danach auch noch einen Empfang, wo wir weiter diskutieren könnten. Vielleicht hier dann noch. Ich sehe Sie tatsächlich nicht. Wo sind Sie denn? Im Dunkeln sieht man nicht. Oh, Entschuldigung, genau. Ich habe Sie wirklich nicht gesehen. Tut mir leid. Dann machen wir es vielleicht ganz kurz, ganz knapp, oder dann sind Sie zuerst dran. Okay, aber dann bitte beide sehr kurz, weil wir müssen zum Ende kommen, ja. Fangen Sie an. Zusammenarbeit Staat, Verwaltung und Bürger, ja, das interessiert mich sehr. Ich würde gerne von Ihnen hören, wie Sie sich das vorstellen. In aller Kürze. Ich habe es jetzt akustisch, ehrlich gesagt, nicht voll verstanden. Ich wiederhole. Ja, Zusammenarbeit, Staat, Schrägstrich, Verwaltung und Bürger. Ach so, ja. Das hatten Sie ja so ein bisschen in den Fokus gebracht. Ich glaube, Sie waren es, Herr Niederrübling. Ja, gerne. Also Sie oder auch die anderen, würde mich einfach interessieren, wie Sie sich das praktisch vorstellen, weil das wird ja oft so als Lösung präsentiert. Aber wie würde Ihr Weg diesbezüglich aussehen? Mhm. Auch Frau Köckel natürlich. Ja. Ja. Wer fängt an? Sie. Ja, normalerweise sind alle Formen der Zusammenarbeit vorgegeben. Das regelt das Kommunalgesetz, wo man ganz klar sagt, der Bürgermeister hat seinen Stadt- oder Gemeinderat. Das sind ja gewählte Bürger, die da sitzen. Also das ist ja nicht irgendwo hergedacht, sondern das sind gewählte Bürger, die da sitzen. Und im Übrigen, das ist immer so ein Irrglaube, dass das immer Leute sein müssen, die aus Parteien speisen, sondern das sind eben auch Vereine, die gerade für die Kommunalwahlen, sei das auf kommunaler Ebene in der Stadt, Gemeinde oder eben auch im Kreistag sitzen können. Das heißt, es sind auch viele, die in anderen gesellschaftlichen Gremien unterwegs sind, wie zum Beispiel in einem Verein, einer Feuerwehr, was auch immer. Und das Zweite ist, dass es dann zusätzlich die entsprechenden Sitzungsrhythmen gibt. Die gibt sich die Gemeindeverwaltung, die Stadtverwaltung auch vor, wo alle Sitzungen einen öffentlichen Teil haben, wo die Bürger sich immer beteiligen können. Dann gibt es eine ganze Menge Regelungen, wo Gemeinde- oder Stadträte sagen, in Leipzig kenne ich das auch, wo man für einen Stadtbezirk Entwicklungsforen bildet. Bin ich auch schon selber bei vielen gewesen, wo Bürger eingeladen werden, wie wollt ihr in eurem Stadtbezirk leben und das zu bestimmten Themen organisiert. Ich kenne das selber als Landrätin für die Seenentwicklung, wo wir wirklich in den Territorien waren, vorgestellt haben, was möglich ist und mit den Bürgern diskutiert haben, wie sie es haben möchten. Und dann entscheidet eine Mehrheit. Oder es gibt die ganz vorgeschriebenen Möglichkeiten, dass jeder Bürgermeister einmal im Jahr eine Einwohnerversammlung durchführen muss. Mindestens einmal im Jahr. Ich habe von dem Instrument sehr häufig Gebrauch gemacht, weil das wirklich ein gutes Instrument ist, um zu bestimmten schwierigen Fragen in der Gemeinde oder in einem Landkreis eben die Bürger zu hören. Aber zu jeder Veranstaltung einer Stadtratssitzung, einer Gemeinderatssitzung gibt es einen öffentlichen Teil, wo die Bürger der Stadt, der Gemeinde immer ein Fragerecht haben, immer ein Recht haben, Stellung zu beziehen. Es nutzen nicht so viele. Wie gesagt, wieder nur zu bestimmten Themen. Und dann fehlt es wieder total. Und da kann ich jede Sitzung nutzen, die da ist. Also ich merke immer wieder, dass es viele nicht wissen, wirklich nicht wissen. Ich mache das sehr häufig, dass ich dann in Bürgergesprächen sage, warum wart ihr noch nicht bei eurer Kommune? Und es reicht auch manchmal nicht einmal hinzugehen, sondern ein Thema wirklich so zu platzieren, dass es eben ein Thema wird. Ich sage mal so als Bürgermeisterin oder Bürgermeister, also da sind sie ja dann auch interessiert, wenn das Thema immer wieder hochkommt, das abzuräumen und abzuarbeiten und zu klären, in positiver Hinsicht, hoffe ich zumindest immer. Und natürlich auch manchmal, wenn es eben nicht geht, auch das gehört ja zur Ehrlichkeit dazu. Also viele Bürgerinnen und Bürger wissen das nicht, dass sie diese Möglichkeiten haben. Ein Bürgermeister selber ist auch immer ansprechbar. Nur rede ich nicht von einer großen Stadt, da ist das nicht zu jeder Zeit möglich. Aber ich auch als Ministerin habe meine Bürgersprechstunden, auch das mache ich. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo ich partizipieren kann. Und wenn ein Verein oder eine Organisation, die sich um ein Thema kümmert, einlädt, auch das ist ja eine Möglichkeit der Beteiligung, dann ist immer die Möglichkeit, dass dort der entsprechende Fachpolitiker auch hinkommt. Vielleicht darf ich noch eine Anmerkung dazu machen. Also völlig d'accord, die Möglichkeiten gibt es. Sie werden zu wenig genutzt. Das ist, glaube ich, auch einfach Stand der Dinge. Und deswegen würde ich sagen, wir dürfen auf keinen Fall diese Vorstellung entwickeln, dass jetzt es eine ganz andere Form der Beteiligung gibt, die diese ersetzt. Das wäre in meinen Augen ganz schlecht. Aber was man durchaus stärker einsetzen kann, komplementär, sozusagen ergänzend dazu, was es an Möglichkeiten gibt, und da ist der einzige Punkt, wo wir wahrscheinlich heute Abend nicht mehr zusammenkommen, Einsatz digitaler
Möglichkeiten der Kommunikation und der Interaktion. Es gibt unglaublich Plattformen, ja, die das nicht nur im Sinne von ich bin dafür oder dafür oder dafür, sondern im Sinne von deliberativen Prozessen gestalten. Und wenn man mal so schaut, was es da alles gibt, an was für Debatten mit irrsinniger Dynamik sich Tausende und Abertausende oder Hunderttausende beteiligen, dann sehe ich da ein großes Potenzial auch für die Kommunen. Dann, ich habe gesehen, es gab noch viele Fragen, aber dann diese letzte Frage dort hinten. Sehen Sie, das ist auch was, was man lernen muss. Man darf Menschen mehr das Mikrofon selber halten. Das ist auch eine Veränderung, was ich jetzt in den letzten 30 Jahren festgestellt habe. Ah, Punkt 2, auch gleich fürs nächste Mal, vielleicht diese Runde jetzt, die Fragerunde, wenn dann so wie Sachen, und Sie machen dann Druck und Stress, so kenne ich das. Also anderthalb Stunden tanzen Sie da vorne rum. Bitte nicht falsch verstehen. Ja. Wir kriegen dann 10 Minuten und das nennen Sie dann Bürgerbeteiligung. 20 Minuten. Eine Stunde, nein, 20 Minuten, genau. Moment, aber ich oder wir jetzt, die Fragerunde ist jetzt bei 10 Minuten oder 20 Minuten. Sie müssen mal das Verhältnis sehen und dann sagen Sie was von Bürgerbeteiligung. Rege ich mich bei jeder Veranstaltung wieder auf. Leben Sie es da einfach erstmal vor, ehe Sie jetzt sagen, das soll woanders geändert werden. Das wäre jetzt Nummer 1. So, Nummer 2 ist, für mich heißt Demokratie, als die Übersetzung der Demokratie heißt aushalten. Heißt was? Aushalten. Aushalten, tolerieren. Das ist meine Definition von Demokratie. Und ich habe jetzt ein Problem, persönlich. Also wie gesagt, der MDR hat die Unterlagen alles. Haben Sie eine Frage? Ich erkläre Ihnen das gleich. Okay, weil wir sind... Genau, kommen wir wieder dazu. Wir können nur Fragen stellen, keine Statement und so weiter. Aber das gehört wichtig für Demokratie, vielleicht auch für Ihre Studie, was weiß ich, für Ihre Stiftung, wenn Sie sich mit Demokratie beschäftigen. Ich bin bereits zu 3 Landtag- und 2 Bundestagswahlen angetreten. Was ich erlebt habe, dass die letzte Landtagswahl in Sachsen und die letzte Bundestagswahl auch in Sachsen beeinflusst wurde vom Freistaat Sachsen. So. Und jetzt, wie gesagt, der MDR hat alle Unterlagen. Ich würde gerne eine Frage hören, weil wir wirklich zum Ende kommen müssen und auch die anderen weiter. Hier. Aber das hat was mit Demokratie zu tun. Ich weiß nicht, wie lange ich das aushalten soll. Es interessiert niemanden. Weder die Medien interessiert es, noch meine Wahleingabe in Berlin interessiert es. Dann verschwinden Unterlagen wie zu DDR-Zeiten. Ja? Ich weiß gar nicht, wie lange ich das als Bürger aushalten soll, sowas. Und es interessiert einfach niemanden. Wie lange soll ich das noch machen? Wie lange soll ich einfach noch mich der Demokratie stellen? Oder leben wir in keiner Demokratie? Das ist jetzt meine Frage, wenn man solche Erfahrungen macht. Ich höre da sehr viel Frustration raus. Vielen Dank. Wollen wir darauf eingehen? Also auf konkrete Fälle einzugehen, die man nicht kennt, ist immer schwierig von hier vorne heraus. Wenn man so sagt, der Freistaat hat Einfluss genommen, das sagt mir einfach nicht genug. Was ich Ihnen anbieten kann, das ist einfach in eine Bürgersprechstunde zu kommen. Sie können auch gerne zu mir kommen, dann kann man den Fall etwas genauer beleuchten. Das von hier aus dieser Distanz zu beurteilen, das fällt mir schwer. Ja, vielleicht kann man das in einer anderen Form dann nochmal besprechen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall allen für Ihre Fragen, auch für Ihre Konzentration, das Gute zu hören. Danke auch ans Gewandhaus, dass Sie uns so wunderbar hier aufgenommen haben mit dieser wunderbaren Gastgeberschaft und der Musik. Vielen Dank an alle Diskutierenden auch und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Es gibt draußen einen Empfang, da können Sie sich auch ein Getränk holen und vielleicht dann noch den Sommer und die Sonne genießen. Dankeschön. Bitte? Achso. Und jetzt, vielen Dank. Wir gehen runter oder bleiben wir? Wir warten.
Vielen Dank. Ja. Jetzt kommt noch ein Foto.